wie mit den Leuten in Kontakt geraten ist. Aber wie wir in Schmäh mal herausgekauft haben, war es eigentlich sehr lustig, weil jemand, das meint man nicht, aber die sind ja alles Chefs, die wir irgendwie gesucht haben. Und die haben in sich aber auch eine Hierarchie. Das heißt, wir haben auch eine bestimmte Person, und zwar den Herbert Schweiger, den Österreicher, der ein irrsinnig großes Image hat in der Szene bei allen, also bei allen Gruppen, die um uns sind. Der hat einen Namen in uns gefressen, bitte schön, fragt mich nicht warum. Und der hat, wenn einer gesagt hat, er gibt kein Interview, haben wir ihn Schweiger angerufen am Semmering. Und dann hat der gesagt, Moment einmal, und 10 Minuten später hat der Typ, den wir interviewen wollten, ja, bei uns angerufen am Handy und gesagt, also es geht jetzt, ihr könnt, wann haben Sie Zeit fürs Interview sozusagen. Ja. Wobei das beim Rieger total witzig war, bei der Rieger ist bekannt dafür, dass er prinzipiell keine Interviews gibt. Und wenn wir hinkommen, wir parken im Wagen, sehen wir, da steht ein Kamerateam in seinem Garten, ja, also Redakteur, Tontechniker und der Typ oder was. Und der Rieger ist gerade beschäftigt damit, die auszuprügeln. Das war ein Team von Sat 1, also gehen Sie von meinem Grund. Und war wirklich so, der ist gewalttätig ein bisschen gewesen, der Rieger. Das Lustige war, ja, dass 2 Tage später das Sat 1 Team, ich weiß nicht, über irgendwas berichtet hat und den Rieger gehabt hat. Und du siehst uns im Hintergrund mit dem ganzen Equipment, wie wir einmarschieren und der Rieger ganz freundlich ist. Ja. Die anderen, die werden sich auch was gedacht haben, denke ich mir, die Jungs damals. Ja. Aber das war auf jeden Fall was irrsinniger Stress, weil wir teilweise wirklich kreuz und quer gefahren sind. Also der eine hat in München Zeit gehabt, am nächsten Tag hat der andere in Hamburg Zeit gehabt. Also das ist, ich weiß nicht, wie viele 1000 Kilometer wir da verfahren haben. Und es ist so, dass wir das fertig aufgenommen gehabt, dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt 3-4 Wochen Pause machen mit dem ganzen Scheiß, weil da hast du nur mehr Albträume. Also das geht da echt, das fährt da total ein, weil du denkst ja teilweise bei den Sachen, das kann es ja nicht geben, dass dir das erzählt hat. Das ist, weißt du, also du zweifelst an deiner eigenen Wahrnehmung, weil du denkst, das kann ja nicht sein, dass einer so deppert ist oder beziehungsweise dass einer so brutal drauf ist. Und dann, wie man, ich habe das dann geschnitten, den ganzen Film. Und da haben wir natürlich das ganze Material durchgehen müssen. Und das war also, wir haben zum Schneiden, glaube ich, 2,5 Wochen gebraucht, weil das wirklich extrem harte Arbeit war, was man da jetzt nimmt und was nicht. Vor allem, wenn du so eine Überfülle hast. Und da ist mir auch nicht gut gegangen. Weil da denkst du teilweise, du fängst um 8 Uhr in der Früh an und hörst um 6, 7 Uhr auf Nacht auf und gehst noch was essen. Und am nächsten Tag wieder und du träumst schon wieder vor dem und du hast es wieder vor dir. Und du musst dich die ganze Zeit aber auf das konzentrieren, was nehme ich für einen Sager von dem Arschloch. Ja, weil mir, wie gesagt, ich meine, es war so, wir haben diese 80 Stunden Material, wir haben die natürlich auf VHS überspielt, während wir es geschnitten haben, und haben diese VHS-Bandeln, und die liegen in einem Antifa-Archiv in Berlin. Weil das damals sozusagen die führenden Köpfe waren von Dingen und das natürlich ungeschnitten viel, viel interessanter ist. Nur ist es nicht schwarz am Aushalten. Ja. Ich meine, vor allem, weil die Typen einfach teilweise so dermaßen crazy sind, ich meine, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und alle meinen, ich meine, sie sind was Besseres. Ja. Nur haben wir eben den Schmäh mit dem Schweiger rausgekriegt, und wenn der angerufen hat, ist wirklich wahr, die sind Gewehr bei Fuß gestanden. Und zwar nicht, dass die gesagt haben, naja, wenn sie unbedingt wollen, oder, sondern gesagt, wann haben sie Zeit? So ist das gelaufen. Also da hat eine irrsinnige Autorität gehabt, und mir ist es auch später mit dem Schweiger mehrmals so gegangen, dass ich bedroht worden bin aus der Szene. Und weil ich mir gedacht habe oder gewusst habe, es ist jemand aus dieser Hardcore-Nazi-Szene, Wiener Hardcore-Nazi-Szene, beziehungsweise Berlin-Hardcore. Und dann habe ich den Schweiger angerufen, mich aufgeregt, habe gesagt, ich meine, das ist ein Wahnsinn, die bedrohen mich da und so weiter und so weiter. Und dann hat er gesagt, keine Ahnung, kenne ich keinen, kann mir nicht vorstellen, wer das ist oder sowas. Aber 2 Tage später hat er angerufen und gesagt, sie werden nicht mehr belästigt werden. Ja. Also ich meine, der hat einen irren Einfluss in der Szene gehabt. Ich habe dann auch noch das Projekt gehabt, also vor ein paar Jahren. Er wollte nämlich, was ganz interessant ist, er wollte eine Biografie von sich. Ja? Was natürlich interessant ist, weil das sozusagen eine Geschichte des österreichischen und deutschen Neonazismus war. Und ich hab mir das ewig überlegt, ob ich es tue oder nicht, weil das natürlich auch mit einem Sicherheitsrisiko verbunden, wenn du dem am Semmering fährst, du bist Mutterseelen allein, also das musst du total überlegen. Und habe das ewig ausgeschoben, und nachher ist er eines schönen Tages, ist er dann in die große Armee dort oben abgerufen worden, was mir aber heute noch leid tut, weil der eine der interessantesten Figuren des österreichischen Nationalsozialismus ist. Also während dem Krieg und nach dem Krieg, weil der wirklich alles
bei allen Geschichten führend dabei war, war natürlich war Mitbegründer der FPÖ natürlich, ja, war Mitbegründer der NDP, also der österreichischen NPD, und war also bei sämtlichen von diesen ganzen Neonazi-Sekten, die im Film immer zu Wort kommen, also so Gruppen wie Nationalistische Front, Deutsche Alternative und. Weil überall bei den Gruppen hat er Schulungen gehalten. Und hat auch, ich meine, das letzte Ding, was ich von ihm mitgekriegt habe, war das, dass die NPD 2011, als er vorher gestorben ist, wollte eine 1. Mai-Kundgebung in Köpenick abhalten. Da haben die Parteizentrale. Und haben angekündigt, den Schweiger als Hauptredner. Ja? Und die Veranstaltung ist von der Polizei, von der Berliner Polizei, nur zugelassen worden unter der Auflage, dass der Schweiger nicht reden darf. Ja? Da kann man sich ungefähr vorstellen, was das für ein Zündler war und wie der drauf war. Ja? Und der war für uns sozusagen die Schlüsselfigur. Und die anderen waren natürlich, teilweise ist das natürlich wahnsinnig interessant, auch mit den Leuten reden. Also einfach zum Beispiel auch schauen, wo die wohnen. Ja? Also was das teilweise für Spießerhütten sind, ja? Also wo du denkst, ja, gibt es das überhaupt? Verstehst du? Man, der macht einerseits auf Hardcore-Nazi oder was und wohnt also irgendwie wie im Biedermeier. Ja? Und das ist kein Widerspruch. Nein, ich sage, ist kein Widerspruch, aber das erstaunt dich trotzdem. Ja? Und dann hast du halt eben so skurrile Erlebnisse, also mit den Jungnazis, da mit den Braunhemden. Ja? Die haben wir nicht über einen Schweiger auftrieben, sondern da ist folgendes gewesen, vollkommen irre Geschichte. Wir stehen also auf der Autobahn Hamburg-Berlin, ja, gehen wir tanken und ich gehe eine zum Zahlen und vor mir steht ein Pole, also ich nehme mal an, also im Akzent noch, und der zahlt und der hat nicht richtig Deutsch können. Und auf einmal erinnert er mir, Mensch, red Deutsch, wenn du hier bist, was soll denn das überhaupt, ist da, machen wir was und so weiter und so weiter. Da nehme ich um, da stehen da drei solche Typen im braunen Hemd und kurzer Hosen vor mir. Und dann haben wir gesagt, was das soll, und dann haben die erklärt, ja, sie sind die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, und dann habe ich gesagt, sehr gut, wir drehen nämlich gerade was. Und dann sind die glatt dahergekommen und haben sich interviewen lassen am nächsten Tag. Da sind wir irgendwo in Berlin, also im Osten, in so einer Wohnung rein, wo sie halt alle Namensschilder und alles zugeklebt gehabt haben. Ja. Und die haben halt die ganze Zeit solche Sprüche ausgelassen. Das war einfach die absolute Dumpfbackenpartie. Wobei noch was dazu kommt, ja, dass man mittlerweile weiß, dass zum Beispiel der eine, sag ich, sehr gut, das Gefühl, also bla bla bla, ja, der heißt Detlef, mein Ehrenwort mit dem Vornamen, der hat später dann behauptet, er ist aus der rechten Szene ausgestiegen und hat bei diversen linken Organisationen probiert andocken, bei irgendwelchen Stalinisten ist ihm das gelungen, und dann ist er aber aufgeflogen, und zwar zweifach aufgeflogen, dass er erstens nach wie vor also die Linken ausspitzelt für die Nazis, und gleichzeitig ist er aufgeflogen, dass er ein Spitzel vom Verfassungsschutz ist. Ja? Und das haben wir ein paar Mal gehabt, dass also nachher die Leute wirklich Jahre später, also es ist sozusagen, es ist 20 Jahre her, ja, dass bei ein paar von den Leuten, die wir interviewt haben und die wir da zu tun gehabt haben, dass die mittlerweile im Zeugenschutzprogramm oder was Gott wo überall sind, auf jeden Fall nicht mehr in der Szene. Aber es war eben, wie gesagt, es war teilweise halt einfach stressig. Und der grausigste war dieser Thies Christoffersen, der war wobei der Witz ja der war, während der sein Gedicht aufsagt. Das ja. Fallersleben, ja. Ja, nein, Moment, während er in Fallersleben war, haben zwei vollbesoffene deutsche Nazis seine Bude, der ist ungefähr 300 Meter weg, seine Bude gemacht, weil da nämlich der Christoffersen nicht daheim war, dann haben sie dir eintreten. Nein, zum einen Polizeieinsatz gegeben. Und der Christoffersen wollte die ganze Zeit, dass wir verhaftet werden. Ja, das sind viel schlimmer Fallersleben, das ist vollkommen Auszug. Ja. War irrsinnig Stohofer-Bo, aber der war mit Abstand zum Interviewen der grausigste, weil der wirklich so, also das ist vollkommen klar, wenn der Aufseher in Auschwitz ist, natürlich hat er das live, erste Reihe, fußfrei, alles miterlebt. Ja, da braucht man überhaupt nicht diskutieren. Und der hat das nicht geleugnet, sondern der hat gesagt, seid ihr deppert, ich war ja tot und das war so wunderbar und so weiter. Ja. Und die Juden sind nur gestorben, das hat er auch noch gesagt, oder? Ich hab es wirklich nicht in den Film reingetan, ja. Es sind also insgesamt 28.000 Juden umgekommen in die KZs. Und zwar, also wegen Strafen, wahrscheinlich Fluchtversuch oder so irgendetwas. Und nachher nochmal 200.000. Wieso sind die schon? Weil dem Juden ja, Hygiene fremd ist und aufgrund der katastrophalen Zustände sind die draufgegangen an Krankheiten und solchen. Ja. Und das hat der vollkommen so erzählt, wie ich jetzt rede. Also so
wie wenn ich über das Wetter reden will. Ja. Und das war schon, das ist teilweise einfach schwer zu verkraften, wenn du das hörst. Ja. Weil du musst dich auf deinen Job konzentrieren. Ja, und eigentlich hast du eigentlich nur unbändige Lust, dass du dem Arschloch eine reibst. Ja. Weil das einfach so heavy ist, das Ding. Und dann ist natürlich das andere, die andere Seite war natürlich diese ganzen Nadelstreifen-Nazi. Also da die Huste von Nation Europa oder diese Neugebauer, ja, dass das so Etepetete, so schnicke Typen sind. Ja, auch in so total, der Neugebauer hat uns ja in seiner Wohnung empfangen, wirklich so lauter mit Antiquitäten vorgestellt und also ganz Ding. Und die reden mit dir, also die reden sozusagen auf einer Ebene, dass sie meinen, sie müssen dir erklären, wieso, dass du deppert bist, weil du kein Nazi bist. So auf der Ebene war sozusagen der Ansatz, den die gehabt haben. Und das ist auf die Dauer ein bisschen mühsam. Ja? Natürlich haben wir uns blöder gestellt, wie wir sind, weil da haben sie uns mehr erzählt, weil die haben so einen gewissen Missionierungstrieb, haben sie alle gehabt. Ja? In Krüssel haben wir leider nicht interviewen können, weil der war damals also in Gesinnungshaft. Hat man gern interviewt. Und dann hat es eben die Geschichte mit dem ORF gegeben. Also wie gesagt, der Film ist in mehrere Sprachen übersetzt worden und synchronisiert. Das ist also auch in Italien gezeigt worden und in Spanien. Und ich glaube auch in Frankreich, müsste ich aber jetzt lügen, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist er in mehrere Länder gezeigt. Und auch in USA, in Amiland, auf irgendeinem Kabelsender ist er gezeigt worden. Und der ORF hat von Anfang an, die haben gesagt, die haben vom ZDF, weil die kooperieren ja oft bei so Produktionen, die haben vom ORF natürlich eine Kopie von dem Film gegeben und die angeschaut und gesagt, na, da kommt der Heider vor und so weiter, das geht nicht, das kann ich nicht. Weil der eine Satz drinnen ist, nur dass sie gesagt haben, wir brauchen Populisten wie ein Heider. Das ist das ja? Einzige, oder wo er vorkommt, ja. Und ich habe den natürlich zwei reingetan, weil und es ist mehr über den Heider gesagt worden, aber das war einfach der beste Satz über das Ganze. Und das, aufgrund dessen hat der ORF das abgelehnt. Das war damals ein grüner Programmchef, oder? Ich weiß nicht, wer da damit, ich weiß das jetzt nicht. Nein, der Strobel, glaube ich, war noch nicht. Der ist später geworden, der Strobel ist im Rabitz gekommen. Auf jeden Fall hat die, ich glaube, wenn ich recht erinnere, war das die Abteilung Dokumentation und das war damals der Chef der Brandstätter, der ist jetzt Kurier-Herausgeber. Ja. Und dann muss man dazu sagen, der ist ein Hardcore-CVer. Ja. Also ich meine, und ich glaube, dass der das als letzter entschieden hat, weil es Leute im ORF gibt, ich kenne ja nur Leute beim ORF, also Kollegen, die wollten, dass der gezeigt wird. Ja? Und es ist ja auch kein Schaden, wenn so ein Film um 11 Uhr auf Nacht, wahrscheinlich am Montagabend oder sowas gezeigt wird. Ich meine, die zeigen ja andere Sachen auch, aber da haben sich echt angeschissen. Ja. Eine Frage noch, und zwar zu der einen Person, das Mitglied der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Der ist mir eigentlich, wie du den interviewt hast, noch nicht einmal so richtig alt vorkommen. Nein. Wie ist er eigentlich da reingekommen? Weil gerade die SS-Standarte hat das manchmal eine längere Ausbildung also, verlangt. Ja. Und zur Leibstandarte Hitler zu kommen, war sozusagen das Nonplusultra. Das war die SS der SS, ja. Also erstens, der Typ ist Jahrgang 23. Sein Vater war der Nazi-Bürgermeister von Semmering. Und ein vorher illegaler Nationalsozialismus, der auch in Wöllersdorf war und was Gott was Neues, also der Vater. Und er ist 38 nach dem Anschluss, also wenn er sehr jung war, auf die Junkerschule Braunschweig gegangen. Also die Junkerschule ist die Offiziersausbildung, die Eliteausbildung für SS-Offiziere. Und hat eine Junkerschule gegeben in Bad Tölz und eine in Braunschweig. Er war in Braunschweig. Und er hat der ist eine total interessante Figur, also was er nur so erzählt hat, ich meine, aber er war Kommandeur der Pionierkompanie von der Leibstandarte Adolf Hitler und er hat mir das auch selber gesagt, wir haben gesagt, am Rückzug in Russland oder was, die haben halb Russland in Schutt und Asche gelegt, weil die haben nicht gesprengt haben, die Pioniere. Die waren zuständig für die ganzen Sprengfallen und Minenfallen und so weiter. Und dann hat er mir vollkommen offen, also in die Kamera reingesagt und hat er gesagt, ja, und er war dann, es hat dann die Industriellenvereinigung, die hat ja die FPÖ lange finanziert. Es hat die Industriellenvereinigung Druck gemacht, dass er aus der FPÖ aus muss, weil er eben so rechtsradikal war und daraufhin hat er eben nachher mit dem Norbert Burger zusammen die NDP gegründet. Ja. Und dann frage ich ihn so, was haben sie sonst vorher gemacht, wie es bei der FPÖ war, der FPÖ-Landtagsabgeordnete. Ja. Und dann sagt er, naja, und dann habe ich mich für Südtirol interessiert, für den Südtirol-Konflikt.
habe ich gesagt, was mit den Bumser, also mit den Terroristen, die es da Anfang der 60er Jahre gegen uns sagen, ja, selbstverständlich. Er hat ein Hotel am Semmering, das übrigens jetzt das Hotel ist, wo so gestritten wird im Spital am Semmering, wegen die Asylwerber, die dort hinkommen. Das hat ihm gehört einmal, bis wir einen Kredit angetrennt haben. Und der hat auf jeden Fall in dem Hotel Ausbildung gemacht. Das hat er erzählt oder so, wie beim Café, ja. Mit der Burschenschaft, aber ich sage, was ausbilden? Dann sage ich, natürlich sprengen. Dann sage ich, wieso? Dann sage ich, ja, ich war ja Chef der Sprengkompanie, was glauben Sie, wie ich das gut kann? Ja. Also der hat denen scheiß Burschenschaft dabei gebracht, wie man die Bomben hat, aber das hat er nicht. Das hat er vollkommen. Da ist er, für das ist er noch in Untersuchungshaft gegangen, auch. Da ist er 2-3 Monate in Untersuchungshaft gesessen, aber ich meine, das hat, sagt er ja selber, im Häfen wird man immer härter. Und er ist viel im Häfen gewesen. Ja. Er hat nach dem Krieg, nach 45, hat er 2 Jahre lang in Semmering oben im Wald gehaust, weil sie ihn gesucht haben, hat er irgendwo im Wald bivakiert und also sich dort, also hat er die Ausbildung gehabt. Nicht? Und so, also der war ganz, ganz hart. Ja? Aber ich meine, hochinteressant, also nicht, das war nicht, war kein Trottel, das war einer von den Wichtigsten von denen, mit dem ich geredet habe. Ja? Also der hat schon was im Hirn gehabt, der Typ. Also was es war, dass er Scheiße im Hirn hat, ist klar, aber ich meine, den hat man auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Und der hat vor allem, das ist sehr wichtig, um den zu verstehen, der hat vor allem bei den Jungen, bei diesen ganzen freien Kameradschaften, bei diesen Jungnazis, hat der ein irrsinniges Image bis zu seinem Tod gehabt. Ja? Weil das einer von den letzten SSler war, die noch gelebt haben, von der Leibstandarte. Ja? Da gibt es niemanden mehr, der erlebt. Und er war erstens Offizier, er war Untersturmführer, was ein Leutnant ist, ist eigentlich kein hoher Rang. Ja? Er war Offizier. Und ich meine, er war einer, der dazu gestanden ist, weil die meisten haben ja nach dem Krieg gesagt, okay, man, um Himmels Willen, ja, jetzt muss ich Karriere machen oder jetzt muss ich irgendwie bürgerlich leben oder so. Und er ist immer dazu gestanden. Und deswegen war der in der österreichischen und deutschen Neonazi-Szene war das die absolute Galionsfigur. Ja. Und das hat er auch merken. Also ich meine, dem sind sie Kaffee holen gegangen. Der hat das so gemacht, dann haben sie mir einen Kaffee gebracht. Nicht? Also der war ganz weit oben. Und wenn, das war immer Sesam, öffne dich, weil alle gesagt haben, auch wenn es der Schweiger sagt, dann müssen wir es machen. Nicht? Und die haben nie Anstoß dran genommen, die einzig informiert haben, wer sie da jetzt interviewen kommt. Ich habe unter Falschnamen gearbeitet. Ich habe immer gedacht, okay, wieso sollte Schweiger... Nein, ich habe damals schon Bücher gemacht, habe mir die ganze Zeit im Standard geschrieben und okay. Ding. Und hab dann bin mit einem falschen Namen mich angemeldet. Aber ich habe ja beim Schweiger mit einem falschen Namen, und er hat mir dann Jahre später gesagt, er hat eh gewusst, dass ich bin, aber er wollte es nicht. Er hat nämlich geglaubt, dass die anderen nachher ein bisschen murren werden, wenn ich das bin. Aber ich habe unter einem falschen Namen die ganze Geschichte gemacht. Und habe auch für den Zweck, also, weil die schicken dir ja teilweise auch Sachen zu. Die haben ja gesagt, nein, ich schicke ihnen meine Zeitung und so weiter, habe auch eine Falschadresse gehabt. Also ich habe mehrere Falschadressen immer gehabt, wie ich die Nazi-Recherchen gemacht habe, weil du bestellst da diese ganzen Scheißblattl nicht nach Hause in den Briefkasten, sondern brauchst Tarnadressen. Aber also ich bin dort unter falschen Namen auftreten. Und man, das war nicht anders möglich. Mhm. Ja. Und der Granditz, der mit mir zusammen das gemacht hat, der ist eher unpolitisch. Und der ist so mehr auf Karriere. Nur habe ich den auch gebraucht, weil der gewusst hat, wie man das macht. Ich habe das einfach, das war mein erstes Ding. Ich habe schon so einen Schnellsiederkurs gemacht gehabt. Aber ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wie man das jetzt genau, was man alles beachten muss. Und das war ganz gut, dass der dabei war. Nur die meiste Arbeit habe ich gemacht, weil ich mich einfach ausgekannt habe. Ja. Es ist wahnsinnig schwierig, wenn du die Szene überhaupt nicht kennst, wenn du keine Ahnung davon hast und nur aus der Zeitung. Und du hast die wahnsinnig schwer, sozusagen, auch bei den Typen, wie du dich verhaltest. Ja. Und sie waren teilweise ja, muss man dazu sagen, dieser Hübner, den man da in der DDR-Gaststätten, der mit dem schieren Knie, der hat sich gesagt, ja, gehen wir ins Nebenzimmer zum Interview, weil seine Leute, da waren ungefähr 50 in dem Wirtssaal, die haben total gestrampft, dass wir da auftauchen mit Kamera. Und dann hat er gesagt, na, gehen wir ins Nebenzimmer. Man sagt, wirklich so angefangen, du bist ein Lenker, ich sehe es, du bist ein Lenker. Und der Hübner war total freundlich auch und ist ins Nebenzimmer gegangen und dann habe ich gesehen, dass da dieser total windschiefe Tisch und mit dieser grausigen Tischdecken steht. Und dann habe ich in die Kamera gesagt, gut, meinst du den in der totalen, wahrscheinlich meinst du den möglichst in der totalen hinter dem Tisch auf. Ja, ja, weil es ist so unglaublich trostlos, ja, das Ambiente. Ja. Morgen die Welt, ne? Ja, ich schaue so, und nehme auch das einsame Bierglasl, was da steht. Ja.
Ja, und, ja, die Tischdecke verrutscht und so, die hat er noch vorher, bevor wir es hingehen, hat er den noch gerade gesagt. Ja. Aber das war so, dass er, wie ich gesehen habe, das Zimmer habe ich gewusst, das muss dort sein, aber auf jeden Fall nicht. Ich habe sofort zum Kameramann gesagt, das war, da habe ich damals einen dabei gehabt, der war auch nicht der Schlaueste. Und dann habe ich dem gesagt, pass auf jeden Fall eine totale, möglichst weit hinten oder was, dass wir den Tisch und das ganze tolle Ambiente dabei haben, weil es hat ja wirklich ausgeschaut wie DDR 1950. Ja. Und genauso war die Kneipe. Ja. Also das war wirklich eine, die im Realsozialismus aber sehr früh hängen geblieben ist. Ja. Und ich meine, das war von einer Trostlosigkeit, die nicht mehr zu überbieten war. Ja. Und der Typ setzt sich, ich dachte, das macht er nie. Ja? Weil es war auf der anderen Seite war so eine komische, wenn so eine DDR-Couch gestanden, auch geblümelt und alles, die war auch nicht schlecht, aber viel schlechter wie der Tisch. Ja? Und sofort sich dort hingesetzt. Ja. Das habe ich mir nämlich eben gedacht, als ich diese Totale gesehen habe, denke ich mir so, wieso was der dazu braucht, dass es der für so einen Müllausschnitt hergibt. Ja. Ja, das war, also wie gesagt, aber das muss, wie ich gesehen habe, den Tisch und wir einmachen da die Tischdecken rechts auf, ich gesagt, ja klar, machen wir das da. Ja. Und die Kameramann hat gesagt, mach das in der Totale, also dass man das möglichst, wahrscheinlich das, weil wir haben jetzt sonst fast alle in Großaufnahmen im Gesicht und so. Also das sind wirklich ganz, fahren wir knapp hin mit der Kamera. Ja. Und den haben wir als einziger, aber den, weil es einfach schöner war. Ja. Also die Ästhetik ist einfach gelungen gewesen. Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar zu dem einen, glaube der Hamburger war das, der so gesagt hat, ja, so die gesamteuropäische nationale Bewegung und eigentlich so als Feind, zum Beispiel Franzosen haben es die Leute aus dem Maghreb. Nein, das ist der De Hust, der ist nicht der aus Hamburg, der ist aus Coburg. Aus Coburg, der De Hust. Wie hat der eigentlich, hat der etwas gesprochen über die anderen Nationen der Europäischen Union oder möchte er ein faschistisches Europa, so nach dem Motto? Ja, ja. Ein faschistisches Europa, ja. Möchte er? Man muss zwei Sachen sehen. Erstens einmal die Zeitung. Nationen der Europa ist 1950 gegründet worden, nach dem Kongress von Malmö. In Malmö haben sich alle Altnazis, aber eben auch wahrscheinlich die Quislinge aus Norwegen und die schwedischen Nazis und der Mosley aus England, diese ganzen Typen, haben sich dort getroffen und da hat es so eine internationale Konferenz gegeben, wie hält man die Bewegung am Leben. Ja? Und ein Effekt dieser Versammlung, ja, die jetzt eigentlich nicht so wichtig war, aber es war ganz interessant, wer sich da alle getroffen hat, aber auf jeden Fall ein Effekt dieser Sammlung, dieser Versammlung war eben, dass das Nation und Europa gegründet worden ist, und zwar mit dem folgenden Gedanken, dass sozusagen die SS, ja, die erste gesamteuropäische Streitmacht war, weil die haben ja zum Schluss, da haben sie ja Belgier genommen, sogar Bosniaken, also sie haben alle aus aller Herren Länder Leute genommen in die SS. Ja, sicher. Und da ist dann sozusagen, ist erstens der Gedanke, erstmal das Wort Festung Europa gefallen. Also Festung Europa gegen den Bolschewismus verteidigen und so weiter und natürlich auch gegen die Amis. Das ist der eine Punkt, den sie gehabt haben. Und der andere war eben, die SS sozusagen als multinationale Friedenstruppe darstellen, wenn ich es jetzt überspitzt sage. Also kann man so sagen. Ja. Und diese Nation Europa, die ist monatlich erschienen, die haben irre viel Geld gehabt. Die haben in Coburg ein richtiges Verlagsgebäude. Also das ist nicht ein Büro oder was, das ist ein richtiges Haus mit zwei Stockwerken, wo es alles nur Redaktion ist und im Devotionalienhandel. Und die sind auch alle gezahlt. Also die Leute, die dort arbeiten, da arbeiten 6 oder 7 Leute, die kriegen ein normales Gehalt. Also da muss es wen geben, der spendet ordentlich. Ja. Weil die Zeitung verkauft sie nicht. Die 14.000, glaube ich, war die Auflage damals. Aber der Hust ist der Chefredakteur damals gewesen. Jetzt ist er mittlerweile, glaube ich, auch schon gezahlt. Ja. Und die bewegen sich mit ihrer Zeitung, die haben sich immer bewegt zwischen die illegalen Nazi, also Nationalistische Front und NPD und so weiter. Und andererseits haben die ja ganz stark eingestreut in die Republikaner, in die Deutsche Liga, die ja Abspaltung von den Republikanern war, und in ähnliche legale Organisationen. Also auch in diese ganzen rechtsextremen Öko-Geschichten, was es da gegeben hat. Das darf man ja auch nicht vergessen, ja, dass es so ein rechtsextremes Öko-Ding gegeben hat. Und Die haben sozusagen die Ideologiearbeit gemacht und halt immer sozusagen strategische Sachen, also was muss man machen mit denen. Und der Hust, ich meine, hat sich ja in dem Interview die ganze Zeit distanziert vor die Hardcore-Nazis, ja, ja. Was
insofern ein bisschen eigenartig war. Leider haben wir da die Kamera schon abgetrennt gehabt, weil wir mehr rausgehen und was kommt ein Bulk von 5 oder 6 voll Nazis, also Junge, daher und geht rein in die Redaktion. Ja. Nur haben wir uns echt nicht traut, jetzt da die filmen, wie es da reinmarschieren, aber es war auf jeden Fall klar, dass da, der hat auch nachher angefangen, wieder schwer zu reden, ja, und er fördert die Jugend und die Talentierten muss man sich aussuchen und so weiter. Aber der hat auf jeden Fall, der war ziemlich pflegeleicht, also der hat extrem aufgepasst, was er sagt. Ja, mir hat aber dieser Form nur aufgefallen, daher er nämlich meiner Ansicht nach, ja, man hat dieses, oft in der Öffentlichkeit dieses Bild, ja, da gibt es diese Nationalisten, können über ihr eigenes Land nicht außen denken, ja, also alles muss deutsch sein oder alles muss französisch sein oder italienisch sind ja auch oft nach dem Motto, wir Italiener zuerst und alle anderen sind Untermenschen und so. Und der sagt jetzt plötzlich, wir brauchen ein nationalistisches Europa. Und so ist erst, was soll das? Und dann sagt er, die Probleme, was wir mit den Migranten in Deutschland haben, was die Einwanderer in Frankreich mit dem Maghreb haben, was hat er vielleicht nur ein paar andere Nationen genannt, was vielleicht so immer wieder ist. Ja, heute wäre er wahrscheinlich dazu gesagt, um die Italiener auf Lampedusa, was die für Probleme haben und so weiter. Oder die Engländer mit den Pakistani zum Beispiel. Ja. Naja, nein, der hat sozusagen eben auch so ein multinationales Bild gehabt. Das ist einmal das eine, was er gehabt. Und was er natürlich nicht gesagt hat, da bin ich noch mit ihm zum Diskutieren gekommen. Man darf ja eins nicht vergessen, wieso haut das von Mölzer mit der Europaparlamentsfraktion, wieso haben die ganzen Sachen nicht hin? Weil die alle gegeneinander sind. Wenn die polnische Bauernpartei, die da eingekehrt hat in diese europäische Rechte, in diese Rechtsallianz, die kämpfen um die, die können nicht mit den Deutschen zusammengehen, weil die Deutschen wollen die ganzen polnischen Westgebiete haben wieder. Ja? Die wollen das ja alles wieder zurückhaben. Das geht genauso mit den tschechischen Rechtsradikalen, das Sudetenland muss wieder deutsch werden. Ja? Und dann hast du es umgekehrt, hast du es natürlich mit Italien ganz brutal wegen dem Südtirol-Konflikt. Das darf man nicht vergessen, dass das ganz, ganz hart abläuft. Es ist nicht möglich mit italienischen Faschisten, die sind extrem nationalistisch, es ist nicht möglich, österreichische bzw. deutsche und italienische Faschisten unter einen Hut zu bringen. Ja, weil die fangen sofort an streiten, wo sind die Grenzen. Ja gut, ich meine, das finde ich alles gut, weil so reibt sich die Rechte selber auf. Nur Angst hat man eben, was du gesagt hast, der aus Coburg macht, der plötzlich von einem faschistischen Europa dein Gedankengut hat. Ja, da können dann gleich alle Bandera Freunde aus der Ukraine dazu nehmen, oder die Ukraine hat 3 SS-Tantate unter Hitler gehabt, dieser Regime in der Slowakei und so weiter, Ustascha-Kroatien ja so und so, ja. Also man, der baut da also auf mehr oder weniger eine Gruppierung, dass alle, sagen wir jetzt mal faschistischen Organisationen, die rein national, wirklich rein nationalistischen gehen, ja. Die zerstreiten sich ja, und das war ja eigentlich immer meine Hoffnung. Aber da gibt es also diese Strömung, wirklich eine faschistische Europabewegung aufzubauen. Genau. Ja, das ist eben die Leute, die sagen, sie sind die wirklichen Erben der SS. Die SS war eine multinationale Friedenstruppe, so stellen die das dar. Ja. Und im Sinne der SS sozusagen und vom Himmler und so weiter war es wichtig, das zu machen. Ich meine, es gibt ja teilweise mit diese Nationalismus gegen Nationalismus gibt es ja ganz obskure Sachen oder absurde Sachen. Der Küssel hat da ein super Beispiel hingelegt. Der Küssel hat mit einer tschechischen Nazi-Gruppe, ja, die haben einen Vertrag gemacht, den jeder, also der Führer von denen unterschrieben hat und der Küssel unterschrieben hat, dass im Falle der nationalsozialistischen Machtergreifung in der Tschechoslowakei die Tschechen selbstverständlich auf Sudetenland verzichten und wieder den Deutschen gehen. Ja? Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, da sitzen zwei Besoffene im Wirtshaus und zeichnen und machen ein Völkerrecht sozusagen, also wo sie schreiben nach Völkerrecht und was gut, was noch alles, und machen einen Vertrag. Ja. Ich meine, es ist vollkommen absurd teilweise, was das führt. Aber was sie eben nicht sehen, das ist jetzt in Italien ein bisschen anders mit der Casa Pound, das muss man dazu sagen, weil die ein bisschen strategischer denken, aber prinzipiell und ich meine, in Südtirol zum Beispiel, also ich kenne viele Leute in Südtirol, weil ich selber Tiroler bin, in Südtirol ist es so, dass sich die Blood and Honor-Typen, die Deutschsprachigen, mit den italienischen Blood and Honor-Typen in die Goschen hauen, permanent. Ja? Und dann gibt es noch das Casa Pound, das ist in Bozen sehr stark, das ist eben diese Rechtsextreme, von denen die Identitären sich viel abschauen. Ja? Und auch diese
diese Casa-Bound-Typen, die sind ein bisschen, denken ein bisschen strategischer. Aber wenn es um Südtirol geht, also das Alto Adige, ja, und nachher, selbstverständlich gehört es zu Italien, war immer italienisch. Ja. Und ich meine, da gibt es vollkommen wahnsinnige, keine italienischen Faschisten, die sagen, sie müssen also ganz Tirol haben, bis Innsbruck, weil der Tolomei, der damals ja diese Landkarten zeichnet hat, also mit italienischen Ortsnamen und so weiter, der hat ja Innsbruck und die ganzen Gegenden auch mit einbezogen, also die italienische. Und die ganz orthodoxen Faschisten sozusagen hatten das auch noch gern. Aber Tatsache ist, dass das Südtirol-Problem eines von den virulentesten ist. Es gibt noch ein Problem, das ist mit Frankreich, das ist Elsass-Lothringen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Also das ist, und dann gibt es so bestimmte Clan-Konflikte, von denen man eigentlich überhaupt nichts mitkriegt. Zum Beispiel in Belgien gibt es eine deutsche Minderheit, in Dänemark gibt es eine deutsche Minderheit, wo auch sozusagen in den Minderheiten auch immer wieder faschistische Strömungen auftauchen, die sozusagen los von Belgien, los von, also wieder zu Deutschland. Ja, aber Belgien hat eher das Hauptproblem, die sind vom Vlaamsprach, also vom Flämischen. Ja, ja, trotzdem gibt es also, im Osten Belgiens gibt es auch Gegenden, die deutsch sind, also wo eine deutsche Minderheit war, ja, wo auch in die Schulen deutsch unterrichtet wird und so weiter, also neben Französisch oder Flämisch. Aber Tatsache ist, dass es dort Gruppierungen gibt und natürlich deutsche Nazis sowieso, ja, die sagen, wir hatten jetzt ganz gern, hat man jetzt noch einen Teil von Belgien dazu. Und bei Dänemark ist das Gleiche. Und diese Konflikte verunmöglichen, ja, verunmöglichen es vollkommen, dass es eine nationale, internationale gibt, die den Namen verdient. Weil die untereinander, wenn die 3 Stunden zusammensitzen, dann fangen sie an, über territoriale Ansprüche zu reden. Ja. Ja? Weil an denen die Geschichte der letzten 70 Jahre vollkommen spurlos vorbeigegangen ist, logischerweise. Und diese Forderungen, diese territorialen Forderungen in jede Auseinandersetzung eingeht. Das ist einfach ein Problem. Ja? Dass die permanent also diese Sachen hervorbringen und nicht zuletzt deswegen ist eben Mölzer seine Fraktion gescheitert. Ja? Weil was macht der Mölzer? Man taktisch sehr klug, wie er ist oder was? Wir besprechen, sie haben ja 7 Parteien gebracht für die Fraktion. Ja? Was macht der Mölzer, damit er die Italiener vertreibt und sagt, fängt an, also wir müssen Südtirol zurückkriegen. Und will die Italiener überzeugen, die italienischen Faschisten, dass sie in Südtirol gehen. Ja? Und also das sind Leute von der Lega Nord, mit der da. Ja, ja. Jetzt ist die Lega Nord ultranationalistisch und mittlerweile auch schon rechtsextrem, also nicht nur rechtspopulistisch, sondern richtig rechtsextrem. Und die sagen natürlich kein Fußbreit. Ja? Weil die Faschisten aller Mölzer, die wählen ja nicht nur Südtirol, also das Ding, sondern die wählen ja Trentino auch noch haben. Ja? Ja, damit das hast du auch ein bisschen was recherchiert, und was mir weiß jetzt nicht, ja, in der ganzen Sache abgeht, muss ich auch, die Faschisten so schön, die Pappen hauen in Gruppierungen, ist Ungarn, Rumänien. Da träumen die einen von einem großen Ungarn, wo gleich ja. Ein Viertel von Rumänien dazu gehört. Und die Rumänen natürlich möchten halber Ungarn wiederum zurückhaben. Ja, also ist ja, es gibt viele Ungarn, die in Rumänien leben, was ich der Komponist Kurtak ja. Zum Beispiel war ein Ungar, der in Rumänien geboren na, wobei, ist. Wobei, so muss man dazu sagen, der Orban will ja die Vojvodina auch haben von Serbien. Ja gut, das obendrein. Hast du in diese Richtung hin auch recherchiert? Nein, ich kann kein Ungarisch und das ist wahnsinnig schwierig. Ich habe einen guten Kollegen und Freund, der also dort Korrespondent ist und der mir halt immer wieder, den triff ich halt alle 3 Monate einmal und der erzählt mir die neuesten Wahnsinnigkeiten von Orban. Der Orban geht ja irrsinnig stark auf Nationalität und Politik. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also der geht einerseits auf Sozialabbau und Ausgrenzung von Roma und Juden und so weiter. Also diese klassische Apartheid-Politik kann man fast sagen. Ja. Und es gibt also unglaublich, was der politisch macht. Und andererseits gibt es ja diesen Orbanschen Traum von Großungarn, wo übrigens Oberwart auch dazu gehört. Das muss man, ich habe mir so eine Landkarte nochmal angeschaut. Da gehört auch noch ein Viertel vom Burgenland dazu. Ja. Also deswegen haben die ja vor 2 Jahren diese Kundgebung gemacht mit Gewehr und Säbel und allem in Oberwart. Ja, weil in der Oberwart dagegen wohnen relativ viele Ungarn. Da gibt es Dörfer, die sind ungarisch, also sind von Ungarn besiedelt. Und also da unten, also Südburgenland, das hatten sie ganz gern. Ja. Und ich meine, das geht ewig weiter. Aber es ist genau das, was die rechtsextreme Bewegung einbremst. Ja, weil sie
wenn sie konsequent ihre Politik verfolgen, dann geht es immer auf Kosten des Territoriums von irgendwem anderen. Das heißt, die territoriale Integrität, ja, ist etwas, was die Typen nicht kennen. Ja? Und deswegen, das Problem haben sie ja jetzt, wenn sie mit der Ukraine ernst machen, haben sie ja das auch wieder. Ja? Weil das ja ganz interessant ist, wer unterstützt, ich meine, die Nazis, die Rechtsextremisten bei uns, unterstützen ja nicht die ukrainischen Faschisten, sondern unterstützen die Russen. Ja? Der große Trend in der rechtsextremen Szene ist, für die Russen. Das ist aber an sich ja schon lang. Ich weiß es nicht. Nein, die, gesagt, schon. Diesen Kärntner, gegen den Schirinowski sie eingeladen. Ja, und ja. Hat sogar ORF in ja, die aber jetzt sind sie ja alle Putin-Fans. Na gut, ich meine, das ist ja nicht viel Unterschied. Putin und Schirinowski. Also. Nein, aber ich meine, ja, aber versteht, was ich meine? Es ist insofern erstaunlich, weil in Ukraine mit den ganzen Bandera-Faschisten hatten sie ein reiches Agitationsgebiet. Versteht? Also ein reichliches Bündnisgebiet. Ja gut, das ist auch eine Provokation, weil sie merken, dass das europäische oder das mitteleuropäische Establishment von den politischen Parteien auf der Seite der Ukraine sind. Da muss man sich ja abgrenzen vom Establishment. Also ich glaube, das ist nichts anderes dahinter, weil das würde dann wiederum einen neuen Keil in das Ganze reintreten. Was mir ja an sich gut gefällt, wenn sie die Faschisten nicht einigen. Aber wie eben gesagt, der eine, der hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, also. Ja. Ist ein alter Mann. Steffi, du wolltest. Ja, weil wir jetzt ja mit der Veranstaltung heute unseren Antifa-Schwerpunkt hier in der Buchhandlung eröffnet haben und ja momentan ja nicht sonderlich, also momentan sind ja rassistische, faschistische, nationalistische Demonstrationen nicht nur im deutschsprachigen Raum an der Tagesordnung. Es würde mich interessieren, weil wir letztens den kühnen Nachfolger mal in irgendeinem, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang. Den Woch. Ja, aber der gibt ja nach wie vor Interviews, ja. Ja, mehr oder weniger interessante Statements von sich. Wobei, das kann eh von dem Material gewesen sein, wenn du sagst, das wird nicht verwendet. Ja. Das kann gut sein, ja. Jetzt meine Frage, wie schätzt du so, also dass sich die Faschisten und Rechtsextremen untereinander halt teilweise nicht ganz grün sind, ist die eine Geschichte. Aber wie schätzt du jetzt so, wenn man sich anschaut, eben diese ganze identitäre Bewegung, weil du vorher kurz Casa Pound angesprochen hast, aber eben auch in Deutschland, Frankreich etc., die ja im Prinzip nicht weniger rechtsextrem sind, sie halt einer anderen ethno-pluralistischen Idee und Rhetorik verschreiben. Also ich sage zu den Identitären immer Faschismus ja, aber in netter Form. Ja? Schon, also sie verbocken quasi den Faschismus, oder den sie quasi teilen ja. Mit den Rechtsextremen, genau. Die wir gesehen haben. In einer Region. Na warte, da gibt es ja... Also quasi, es hat eh jeder sein Recht auf Leben, aber sie sollen alle dort bleiben, wo sie herkommen. Glaubst du, dass es da gerade, wenn man sich anschaut, wie stark rechtsextreme Parteien geworden sind in Europa in den letzten Jahren, Konflikte, Reibeflächen gibt, vielleicht Selbstzersetzungserscheinungen, ich weiß es nicht? Oder wie schätzt du so diese Spannungsfelder? Also ich meine, in Österreich, so wie ich das beobachte, ja, hat man in Österreich in der rechtsextremen, also in der Neonazi-Szene, was früher war, haben wir gewaltige Veränderungen. Und ich sehe also diese Hardcore-Nazi-Gruppen, also diese Hitleristen, wenn man so will, die gibt es hauptsächlich am Land. Also in Kleinstädte, kleine Orte oder in Vorarlberg sind die zum Beispiel um und so. Ja. Aber die Hegemonie in der rechten Szene haben momentan eindeutig die Identitären. Wobei auch auffällig ist, dass gerade in Wien, dass ein großer Teil auch von den Küsselleuten, seit das Urteil gegen den Küssl war, auch irgendwie die Flinte ins Korn geschmissen haben, weil sie sich einfach anscheißen, dass ihnen was passieren kann. Also das Küssl-Urteil hat enormen Einfluss gehabt auf die Szene. Aber sie sind, ich denke mir, dass bei den Identitären bin ich immer eben nicht sicher, ob die lang durchhalten werden. Weil es hat immer wieder solche Modeströmungen gegeben. Ich möchte nur daran erinnern, es hat auch in den 90er Jahren hat es zum Beispiel mehrere Versuche gegeben, so eine neue Rechte aufzubauen. Und die sind eigentlich daran gescheitert, dass jeder in anderen also alles neidig war und dass die sich gegenseitig bekämpft haben. Ich will Kalif sein anstelle des Kalifen. Ich nenne das immer Isnogut-Syndrom. Ja? Dass die da so komisch umtun. Und
ich sehe bei den Identitären mehrere Sachen. Das ist, erste ist einmal, dass die ein Problem haben, weil das, was inhaltlich vertreten, vertritt die FPÖ auch. Ja? Und zwar effektiver wie Pegida in Deutschland oder andere Gruppierungen. Ja? Also es gibt sozusagen, es gibt ein gewisses Vakuum in Wien, aber das ist sehr, sehr klein, weil die FPÖ eigentlich alles zudeckt auf dem Gebiet. Ja? Wenn's nicht von der Hitleristenfraktion bist, deckt die FPÖ alles zu. Ja? Und deswegen ist es auch schwierig, sozusagen eine Bewegung aufzubauen daneben. Das andere ist, dass die natürlich die FPÖ, die Identitären versuchen sozusagen als aktionistischer Teil der Rechten aufzutreten und versuchen dieses Menetekel, dieses Manko, diese Bedrohung sozusagen als Nationalsozialist zu gelten, versuchen es halt mit irgendwelchen tollen Sprüchen oder sowas wegzukriegen. Aber im Prinzip ist das genau der gleiche Rassismus wie früher. Er wird nur anders formuliert und anders gebracht. Ja. In Deutschland ist zu beobachten, dass also bei den Pegida-Geschichten, vor allem bei den außerhalb von Dresden, die eigentlich immer identitäre Geschichten sind. Es sind praktisch diese Kleinkundgebungen, was du hast in Köln, Düsseldorf und. Da hast du praktisch zwei Strömungen, die drin sind. Einerseits die Islamophoben rund um Politically Incorrect und diese wahnsinnige rechte Webseiten, also die Weltverschwörung Ding hat. Das ist die eine Seite, was dort mitmacht. Und die anderen was das machen, sind die Identitären. Das heißt also praktisch, kannst du in jedem Ort beobachten, ganz deutlich ist in Bonn, wo praktisch nur die Identitären aufmarschiert sind bei dieser Pegida. Also das ist einmal ganz klar, dass das ein Betätigungsfeld für die Identitären ist. In Dresden gehen sie in der Masse unter. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Genauso wie die NPD in der Masse untergeht. Ja. Weil sie können nicht, wenn sie vollkommen offen auftreten, als solche Parteien oder sowas, werden die vermutlich ausgeschmissen, weil die Pegida-Leute wollen ja sozusagen auf seriös ihren Rassismus bringen. Ja. Und das geht mit den Chaoten nicht. Die stehen sich selber im Weg. Ja. Deswegen müssen sie da verdammt vorsichtig agieren und das tun sie auch nach allem, was ich beobachte. Und ich beschäftige mich momentan sehr, sehr intensiv mit der Geschichte. Ja. Und stehe mit vielen Leuten in Kontakt, die eben genau dort recherchieren und beziehungsweise Erlebnisse schicken oder sonstige Sachen. Also das ist schon sehr interessant. Aber ich sehe in Wien, da ist ja am 2. Februar ist diese Pegida-Aufmarsch geplant. Was ich sehe, ist einerseits, wenn ich mir das auf Facebook und in andere Foren und so weiter anschaue, was ich sehe, ist, dass das eindeutig von den Identitären ausgeht. Dazu, was aber im Prinzip das Gleiche ist, viel RFJ, also ringfreiheitliche Jugend, aber das ist teilweise personell einfach identisch, das ist der gleiche Haufen. Ja, ich meine, es ist so wie früher, wie der Küssl das erste Mal verhaftet worden ist, 1992, da war das ja so, dass gesagt haben untereinander, die, was keine Vorstrafe haben und nicht ihnen helfen gehen wegen Wiederbetätigung oder Körperverletzung oder sowas, die sollen zur FPÖ gehen. Und die anderen sollen ein bisschen sich ruhig verhalten. Ja? Und genau nach der Linie wird das diesmal auch laufen. Aber ich sehe ein Potenzial. Nur glaube ich, dass das in Österreich viel, viel schwerer auszuschöpfen ist, wie eben in Deutschland, weil es bei uns die FPÖ gibt. Und die AfD in Deutschland, die kannst du nicht direkt mit der FPÖ gleichsetzen. Die wollen zwar gerne eine FPÖ werden, aber die haben natürlich untereinander auch, die haben auch unterschiedliches Personal sozusagen und da gibt es sozusagen den seriösen Professorenflügel und da gibt es andererseits halt die rechtsextrem angehauchten oder Rechtsextremen und die müssen sich erst zusammenraffen. Das ist ja noch überhaupt nicht gesagt, wie lange die bestehen oder ob die sich nicht spalten oder sonst was. Also da gibt es viele widerstrebende Interessen. In Österreich haben wir ja mit solchen Kundgebungen aller Pegida-Erfahrungen. Wir haben erstens einmal im 2009 diese Demonstration in der Dammstraße gegen die Moschee, wo wir ja genau diese Mischung haben, die wir eigentlich bei Pegida in Dresden auch sehen, nämlich Hardcore-Neonazis, FPÖler natürlich, ÖVPler, darf man nicht vergessen, die da mitmachen, ja, und teilweise auch SPÖler, weil in Sachen Rassismus lassen sich die auch nichts vormachen, ja. Und diese, also die Dammstraßen, konservative Christen. Ja, genau. Und diese ganzen Abtreibungsarschlöcher und so weiter, die Aktivisten, die darfst du auch nicht vergessen, die gehören da dazu. Aber das war in der Dammstraße, das war einmal und das waren 1000 Leute.
Ja? Und dann hat die FPÖ jetzt im letzten Halbjahr zweimal probiert, so auf dieser Ebene zu mobilisieren. Einmal in Simmering gegen diese Islamschule, die dort geplant ist, und einmal in Dreiskirchen. Und beide Mal war das meiner Ansicht nach ein Reinfall für die, weil da waren halt 200-300 Leute dort, aber das sind die Leute, die immer dort sind. Ja? Das sind halt die ganzen Burschis und die Identitären und halt diese unverbesserlichen Hardcore-Strache-Fans, wahrscheinlich, also die halt, wo überall, wo der Strache ist, ganz wurscht, wo der auftritt, ja, der kann am Bahnhofsklo auftreten, da kommen die hin, ja. Und ich meine, das ist einfach sozusagen diese Leute hingehen. Aber aus dem eigenen Ghetto, aus dem Ghetto von den Leuten, die dort hingehen, kommen sie eigentlich nicht raus. Weil sonst war das wesentlich stärker. Du wolltest was sagen. Ja, bin schon mal fertig. Nein, ich bin schon. Okay. Nein, mich hat auch noch interessiert dazu, ich muss leider mal zurückgehen, weil das jetzt auch noch mein das verstehe ich, das teile ich auch mit dem, dass wir die Rechtsextreme total die Ländergebiete auch ausstreifen oder so, aber es gibt ja immer erstens total Versuche, sehr wohl trotzdem europaweit, also von Ulrichsberger Europastein liegt. Heider sagt, das war eben, du hast gesagt, mit der SS, das ist die wahren Europäer sind. Ich finde zum Beispiel mir auch vor, was diese ganze, das hat jetzt auch nochmal so anders hochgehoben, das westliche Abendland, das christliche und der Untergang sozusagen und dann der antimuslimische Rassismus, das was total einigender ist, also ob sich da nicht auch was bewegt und das hätte ich da gewusst. Das ist natürlich möglich, aber man muss natürlich bei der Sache jetzt noch was dazu sagen, das habe ich Zeit, wenn wir von Pegida und dem allen reden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ja diese komische English Defence League gibt in England, die ist seit 2-3 Jahren aufmarschiert, genauso wie Pegida, aber wesentlich militanter und wesentlich rassistischer. Das sind auch Hooligans, darf man nicht vergessen, es sind irrsinnig viele Fußball-Hooligans dabei und das ist eine sehr, sehr starke Strömung. Wobei das auch wieder regional verschieden ist, wie die sind. Aber und das hat ja noch den Versuch gegeben, diese German Defence League zu gründen. Also den Versuch sozusagen, einen deutschen Ableger zu machen. Und da waren wieder die Leute, die es gegründet haben, das lässt sich einfach einwandfrei nachweisen, waren alles Identitäre, die das gegründet haben. War hauptsächlich so Ruhrgebiet, Köln, die Gegend, wo das passiert ist. Köln, Düsseldorf und Ding. Und denen ist dazwischen gekommen nachher die Pegida in Leipzig. Das heißt, die haben probiert, auf die Füße zu kommen mit dieser German Defence League, nachdem sie ewig lang darüber geredet und diskutiert haben. Und in dem Moment, wo sie loslegen wollten, ja, war zuerst das Hogesar, also die Hooligans gegen Salafismus, okay. Und das genau ihr ureigenes Publikum, also haben sie ein Problem gehabt, diese German Defence League, und dann sofort drauf ist ja das Pegida losgegangen. Also die haben und die haben natürlich ein Problem, sozusagen, also was tun sie jetzt? Ja? Also welche von den Strömungen suche ich mir aus, dass ich mitmache? Weil diese Hooligans gegen Salafismus, das dürfte weiter mal ziemlich auf Sparflamme rennen. Ja? Das passiert eigentlich nicht. Ja? Nur, wenn die jetzt diese Pegida in Österreich machen, kann es natürlich hundertprozentig sicher sein, dass diese ganzen Fußball-Hooligans von Rapid und vor allem die Unsterblich, die Neonazis von der Austria, dass die da natürlich mitmachen. Erstens kann man das im Facebook nachlesen, weil die sich anmelden, ich nehme teil. Ja. Und zweitens ist das auch vollkommen klar von der ideologischen Verortung her. Ja. Die verstehen sich sozusagen als Schutzstaffel, wenn man so will, für solche Kundgebungen. Also die gehen auch auf Militanz. Das sagen sie auch. Also die wollen sozusagen dieses Pegida also militant durchsetzen. Ja. Also zumindest die Hooligan-Partie. Also du hast da mehrere verschiedene Ebenen und ich traue mich nicht, eine Prognose zu treffen. Was ist, aber ich glaube, dass es Pegida in Wien eben aufgrund der simplen Existenz der FPÖ, einfach dass die gibt, ja, glaube ich, dass das Pegida in Wien eher klein ausfallen wird. Weil, wie gesagt, ich meine, wieso soll ich zum Schmiedl gehen, wenn ich einen Schmied habe, wenn ich Strache wählen kann? Ja? Und das ist viel gemütlicher, da ist es nicht kalt, da muss ich mich nicht in die Kälte stellen und da muss ich nichts machen und muss mich nicht irgendwelche depperten Linken umtun und sowas. Also, wähle halt den Strache und haben so einen Denkzettel und so weiter. Ich denke mal, dass viele Leute so drauf sein werden. Und das heißt, die werden halt, wenn realistisch sind 300 bis 500 Leute. Mehr gebe ich denen eigentlich nicht.
Nur muss man eben diese Erfahrungen in andere europäische Länder, eben gerade diese English Defence League, die ist ganz, ganz interessant, weil zum Beispiel wie es die German Defence League gegründet haben und es Hoges auch vorbereitet haben, ist der Führer von der English Defence League nach Köln gekommen und hat die Leute also sozusagen gesagt, wie sie das machen. Der war sozusagen der Hauptredner bei so einer Versammlung, bei einer internen. Ja. Und der Engländer, der ist, behauptet zwar jetzt selber, er ist austreten aus dieser English Defence League, aber das ist eine ziemlich charismatische Figur. Und die haben das relativ schnell drauf gehabt und das passiert halt auch schon, dass die Marsche haben mit 3000 Leuten. Ja. In irgendeinem im englischen Industrieort, also eher kleine Orte, wo die relativ viel aufstellen. Und das sind eben hauptsächlich Fußball-Hooligans und deswegen gibt es da Berührungspunkte. Nur ich glaube nicht, bin mir nicht sicher, aufgrund dieser extremen Dominanz der FPÖ im rechtsextremen Lager in Österreich. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob das bei uns durchschlägt. Ja, ob die bei uns eine Chance haben. Wenn sie eine Chance haben und wenn sie wirklich marschieren und die mobilisieren viel Leute, dann wird es gefährlich. Weil sich da alles trifft, was irgendwie leicht durchgeknallt ist und weil man das Leute sind, die, also wenn die wirklich die Unsterblich und diese ganzen Hooligan-Gruppen mitmachen, ja, dann sind das auch Leute, die physische Konfrontation suchen. Und das ist nicht sehr angenehm in solchen Sachen. Du meinst jetzt konkret für die Demo jetzt gefährlich? Oder? Für die Pegida-Demo. Ich war ja mal die Frage war ja nochmal, ob sie da längerfristig, wie du das einschätzt, also dass sie da nochmal was anderes verbindet auch zwischen den verschiedenen Rechtsextremen. Das eine ist sozusagen der Punkt, dass sie sich der Nationalrat um ihre bestimmten Grenzen streiten und die andere Frage ist ja sozusagen, wie weit sie dann nochmal politisch auch nochmal äußerlich und zusammenschließen. Und ich schätze eher so ein, aber ich weiß zu wenig, da würde es mich interessieren. Ich denke nicht für eine Demo, sondern auch politisch längerfristig, was sie da tut, wenn nicht umsonst vor die, also, ja, nein. Man muss jetzt, also zu den Identitären muss man was sagen, die fahren eine relativ gescheite Politik. Sie machen erstens einmal Aktionismus, zweitens provozieren sie, was geht. Und drittens haben sie immer mindestens 3 Kameraleute mit, dass falls du ihnen eine aufleckst, dass dir auch nichts passieren kann. Das ist einmal also die Politik, die die machen. Ja. Und dieser Aktionismus zieht natürlich Leute an. Das ist vollkommen klar. Die Action, also wir tun was und was seid ihr? Und sie arbeiten eigentlich genau so, wie der Woch sagt in dem Interview mit mir, wo er nämlich sagt, sozusagen, um beliebt zu sein, muss man zuerst einmal bekannt sein, also möglichst viel provozieren, möglichst viel Aufsehen erregen und dadurch sozusagen sie auch einen gewissen Mythos selber zuerlegen. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass das jetzt einmal die nächsten 1-2 Jahre die dominante Strömung sein wird in Österreich. Also innerhalb der ganz rechten, rechtsextremen Szene. Wobei ja sagen würde, das sind im Prinzip kann man auch sagen, eine neonationalsozialistische Szene, weil das halt einfach ein anderes Vokabularium ist. Ja, Ding. Aber ich sehe, und die stecken natürlich hinter diese ganzen Pseudo-Veranstaltungen, also auch Pegida und so weiter. Natürlich ist das für die ein gefundenes Fressen. Ja. Nur haben die Identitären im Gegensatz zu Deutschland, ja, haben die Identitären bei uns 2 Probleme, die riesig sind. Das erste ist, dass das fast ausschließlich aus Burschenschaften besteht, was einen gewissen elitären Mythos macht, die tun ja auch noch intellektuell, was sozusagen das Problem hat, dass also die faschistischen Vorstadtkids relativ schwer ansprichst, wenn sie in der Position bist. Das ist einfach ein Problem. Ja. Und das zweite Problem ist, dass sie, damit sie überhaupt sozusagen auf Fuß fassen könnten, also sozusagen als größere Strömung, ja, wir sollten es auch Abgrenzung zur FPÖ hinkriegen. Ja? Wir müssen sagen, wir wollen das und die FPÖ will das. Also muss man Abgrenzung hinkriegen. Wenn die Abgrenzung nicht geschieht, ja, dann sind die immer im Verschwinden. In Deutschland ist die Situation vollkommen anders, weil es eben die AfD gibt als einzige Partei, die dort eine arbeitet und die AfD also vollkommen anders aufgestellt ist. Derweil noch. Das ist ja auch eine Frage, wohin sich die entwickeln. Ja? Aber ich bin mir sicher, ziemlich sicher, also ich kann mir Pegida in Österreich immer, ich hoffe, es kommt auch so, wie ich das voraussage, ich kann mir bei Pegida nicht vorstellen, dass die in Österreich längerfristig Fuß fassen. Das ist, das überfordert die einerseits logistisch, die Leute das betreiben, und zum Zweiten ist die Frage, wo nehmen sie ihr Publikum her, wo nehmen sie das Fußvolk her, weil Pegida funktioniert in Deutschland auch nur in Dresden, ja,
sonst nirgends, sonst sind das ganz kleine Kundgebungen, also wo immer die Gegendemonstranten 10-mal so viel sind. Ja? Und Pegida, ich meine, das ist in Österreich, aber sozusagen die Deutschen haben den Vorteil oder den Nachteil, dass es keine FPÖ gibt. Ja? Es gibt keine rechtsextreme, rechtspopulistische Partei, die das vertritt, parlamentarischer. Das tut die FPÖ hier sehr wohl. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass es eher einen Wickel geben wird, also auf der Ebene, wer ist konsequenter. Also mir, so auf der Ebene Reformisten, Revolutionäre, auf dem Unterschied sozusagen, wir sind die Konsequenten und ihr wollt es ja nur ein bisschen kosmetisch verbessern und so weiter. Nur auf der Ebene, ich meine, das ist im Strache und Co. wurscht, wenn sie auf der Ebene kommen. Deswegen sehe ich da relativ wenig Spielraum für die. Ja, was ich natürlich von einem Tag auf den anderen ändern kann. Ich meine, es muss nur was passieren, dass da irgendwas ähnlich wie Paris oder was passiert. Ja? Nein, ist vollkommen klar, dass die Karten sofort neu gemischt werden. Ja? Allein schon, weil du in Österreich etwas hast, was in Deutschland eben nicht in der Form hast, also in Österreich teilweise rechtsextreme Presse hast, Tagespresse hast, von der Krone angefangen. Ja? Die natürlich in so einem Fall extrem Öl ins Feuer gießen würden und sicher irgendwelche Initiativen starten würden oder sonst was. Und man sieht ja, wie es jetzt schon umtun, wahrscheinlich mit Hubschrauber für die Bullen und Panzerwagen für die Bullen und. Man sieht ja, wie die Politik reagiert, nämlich genau, dass man sozusagen versucht, genau solche Richtungen wie Pegida und Co., ja, genau sozusagen das Wasser abzugraben. Sagen, wir machen eh das, was ihr wollt. Und das ist natürlich die falscheste Politik, die du denen gegenüber machen kannst. Aber ich denke mir, dass es momentan, also für den 2. Februar denke ich immer, und ich hoffe es natürlich auch, dass da relativ wenig Chancen ist, dass dieser Massenauflasch wird. Außer es passiert wirklich aktuell was. Also irgendetwas, was Ding, weil das ist ja sowieso der Wahnsinn auch bei den Geschichten in Paris, oder? Ich meine, die können sich ja gegenseitig die Hand geben, also die Rechtsextremen und die Islamisten, weil die einen schaukeln die anderen auf. Und ich meine, das ist ja vollkommen wahnwitzig, was da eigentlich passiert. Ja? Dass die eigentlich die engsten Verbündeten sind. Ja? Weil die einen liefern die Argumente für die einen und die anderen. Also sie ist ja kein Gegensatz, der da ist. Ja? Es ist historisch bedingt. Der Großmufti von Palästina war enger Vertrauter von Hitler und der SSler. Ja, ich weiß, ja. Und sie waren nicht nur im Antisemitismus übereingestimmt, die haben grundsätzlich mit einer faschistischen Ideologie übereingestimmt. Nein, du. Frage mich, ob sie da was geändert hat bis heute. Nein, ja gut, du sprichst auf Marina alle Husseine an, oder? Naja. Nein, es ist natürlich Tatsache, dass gerade in der arabischen Presse, also auch in der, was wir nennen würden, bürgerlichen Presse, also in der normalen Presse, ja, dass da ganz starker Antisemitismus vorhanden ist, das ist klar. Das hat mit dem Palästina-Konflikt natürlich zu tun. Und dass natürlich also in viele Gegenden, insbesondere Ägypten, da habe ich neulich einen Bericht wieder drüber gelesen, dass da der Antisemitismus ganz brutal ist. Also das, ja. Und wir haben das Problem, ja, dass es das gibt, aber wir haben sozusagen, und es war meiner Meinung nach auch ein Skandal, wie die österreichische Regierung reagiert hat, dass man eine Gedenkveranstaltung macht und die Juden nicht erwähnt. Ich meine, das ist ja also an Antisemitismus nicht zu überbieten, nämlich wirklich, ja, weil ich meine, die müssen sich ja irgendwas gedacht haben, wie sie das machen. Ja. Und ich meine, es ist offenbar nicht der Fall gewesen, und wenn es nicht, nein, und wenn das nicht der Fall war, dann ist es auch wieder typisch für diesen Common-Sense-Antisemitismus, den es bei uns gibt. Ja? Selbst ein nach dem Interview oder Feimann hat sich nicht rausgegeben. Aber es gibt natürlich, ich meine, das ist schon auch etwas, über was man diskutieren muss. Es gibt ja durchaus einen migrantischen Antisemitismus. Ja. Ja? Ich meine, also mir ist wiederholt erzählt worden, also ich wohne da gleich mal beim DGM, und so, man wiederholt also Lehrer und Eltern erzählt, oder, dass das ärgste Schimpfwort ist du Jud. Ja? Also das spiegelt auch was wieder. Ja? Ich meine, immer du sagst eines, ja, und da bin ich nicht ganz der Meinung, man spielt das auf den Palästinenser Konflikt in das Volk ohne Staat. Aber nein, zum Beispiel ein Qassam ist bereits vom Großmufti von Damaskus nach Palästina, also wo es noch gar keinen Staat Israel gegeben hat in die 20er Jahre, hingesandt war mit dem Auftrag, töte für Juden und Engländer. Die Engländer waren ihm zu stark bewaffnet, also hat er hauptsächlich Juden umgebracht. Also ich meine, und wenn es die wiederum mit in der arabischen Welt umsch-
hörst oder mit Arabern sprichst, dann hassen die die Palästinenser im Prinzip wie die Pest. Aber ich meine, noch mehr hassen sie die Juden. Und weil du gesagt hast, die Ägypten, von dort kommen ja diese ganzen extrem antisemitischen Schriften, wie diese Ut, also ist nur Ut, ich weiß nicht, wie man den genau arabisch ausspricht, ist ja einer der stärksten Antisemiten gewesen. Und der war, glaube ich, sogar noch so ein bisschen vor der Zeit vom Hitler herum. Also es hat mit dem Staat Israel sehr, sehr wenig. Nein, nein, aber es ist natürlich der Vorwand, der Staat Israel. Ja? Der Staat Israel ist der Vorwand. Das ist eigentlich von der Wurzel. Österreich, du hast auf den ganzen Seiten ist überall Palästina-Flagge, Solidarität mit Palästina, also auf den Neonazi-Seiten. Ja. Du hast bei den Neonazis Solidarität mit Palästina, Solidarität mit Putin. Das sind alles Neues. Das sind Entwicklungen, die so nicht unbedingt vorgezeichnet wurden. Ja, das christliche Abendland. Ja, und das christliche Abendland ist ja auch wieder eindeutig belegender Begriff. Und du hast natürlich auch, was natürlich ganz, ganz interessant ist, das ist die ganze Geschichte mit der Lügenpresse. Ja? Da, weil das ja, abgesehen davon, dass das jetzt ein rechter Begriff ist oder rechtsextremer Begriff ist, mit welcher Selbstverständlichkeit auch die sogenannten Normalen das aufnehmen. Ja? Dass man sich sozusagen, das ist also 25.000 Leute waren am Montag in Dresden auf der Straße. Ja? Die geben entweder keine Interviews, was eine Frechheit ist, weil sie sagen ja andererseits, sie werden von den Medien nicht gehört. Ja. Es ist, wenn ich jedem, der mit der Kamera daherkommt, eine auf die Linsen haue, dann habe ich ein gewisses Problem, dass mir die Leute interviewen. Ja. Ja. Ich meine, und diese Verschwörungstheorien, die da reinkommen, also wirklich ganz knallharte Verschwörungstheorien, die haben wir ja auf einer anderen Ebene gehabt bei diesen Montagsmahnwachen. Wo sie irrsinnige Verschwörungstheoretiker, ehemalige Linke oder Linke, ja, Querfrontler wie der Jürgen Elsässer, ja, und solche Typen also herumtreiben und wo also, ich meine, mir hat mein Berliner Freund, der ist Pressefotograf, der hat erzählt, also bei diesen Montagswahnmachen, da sind immer mindestens 30 Leute mit Aluhelme, damit sie also nicht von den Chemtrails was draufkriegen. Ja. Und die gehen aber, da geht auch einer von denen auf und fängt an, ihnen die Leute was von Chemtrails erzählen und alle quatschen. Ja. Also ich meine, das ist vollkommen wahnwitzig, was sie da, und das hat sich auch erst in letzter Zeit entwickelt. Ja. Und die tun ja so, wie wenn sie die wahre Friedensbewegung waren, weil die spielen halt den Russland-Konflikt, also den Ukraine-Konflikt total hoch. Und du hast da sozusagen auf mehrere Ebenen, und das ist das eigentlich Besorgniserregende, hast du rechte Strömungen, ja, die großteils verschwörungstheoretisch begründet, jetzt unter Anführungszeichen sind, also die sich auf verschwörungstheoretische Theoreme berufen, ja, wo Rechtsextreme mitmarschieren. Ja, wo die Anführer, eben wie der Jürgen Elsässer, ehemaliger Linksradikaler, eben nachher sagt, das ist gut, weil es gibt keine Rechten und keine Linken mehr, sondern es gibt nur mehr Friedenskämpfer und so weiter, wo das alles zusammen verschwimmt. Ja, und das heißt bei Pegida-Art, also diese gleiche Tendenz, und das heißt bei Hoggesa und bei diesen ganzen Geschichten, die da auftauchen. Und du hast bei der FPÖ seit 30 Jahren solche Geschichten. Ja. Ja. Die FPÖ glaubt noch immer, dass also die Klima, der Klimawandel nicht menschengemacht ist, sondern also reiner Zufall. Ja. Ich meine, also du hast da so ein Zusammenkommen von ganz, ganz irrationalen Strömungen, also für mich zumindest irrationale Strömungen, mit teilweise ehemals linke oder linke Strömungen und andererseits mit rechtsextremen bis neonazistischen Strömungen, und die stehen alle dort und sagen, also tun so, wie wenn sie die Friedensbewegung waren. Und solche Bewegungen, solche Strömungen hast du momentan rundum. Die hast du ja nicht nur in Deutschland. Ja? Also in Österreich sind alle Versuche, sowas zu machen, bis jetzt kläglich gescheitert. Das muss man schon dazu sagen. Ja. Aber in Deutschland hat es ja zum Beispiel die eine Friedenskundgebung gegeben, also die von diesen Montagsmahnwachen gemacht worden ist. Da sind auch ziemlich viele Leute von der Linken, also von der Partei Die Linke, dabei gewesen, und unter anderem die Wagenknecht hat unterstützt das. Ja. Ich meine, was du denkst, ich meine, verstehe, es verwischen sich alle Fronten, und ich meine, je größer die Konfusion ist, ja, desto besser geht es also den Ganzen, also die da politisches Kapital rausschlagen. Ja? Und das hast in einer Form, ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit dem Rechtsextremismus. Ja? Das ist in einer Form und in einer Massenhaftigkeit, die es bisher so nicht gegeben hat. Ja? Dass du so einen diffusen, ich nenne es diffus, ja, bewusst,
an diffusen Verschwörungstheorien, diffusen Rassismus, diffuse Allmachtsfantasien, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Weil wenn ich sage, also Lügenpresse und die darf nicht reden, ich brauche andere Presse, dann kann ich damit nur meinen, dass irgendwelche Platten kommen, wo also diese ganzen Verschwörungstheorien eins zu eins abgedruckt werden. Und im Internet gibt es ja von denen schon hunderte. Ja? Aber gedruckt gibt es das halt nicht. Aber diese Veränderung, ja, oder diese Strömungen, die dort entstehen, und dieser Sog, den das entwickelt, das ist gefährlich. Und deswegen muss man, gerade bei Pegida oder so, ja, die haben mehrere Möglichkeiten, wohin sie sich entwickeln. Auf jeden Fall eine normale Bürgerbewegung werden die nicht mehr. Das wird entweder einschlafen, oder es bildet sich daraus, zumindest lokal, so eine rechte Bürgerplattform, wie wir es teilweise in Bayern zum Beispiel mit den Freien Wählern haben. Da hast du das ja auch, dass das teilweise also Rechtsextreme sind, die halt mit einem ökologischen und lokalen oder regionalen Anspruch auftreten. Also das ist sehr schwierig, wie sie das entwickeln. Aber ich glaube, dass sie das momentan keine guten Zeichen sind. Das einzig Beruhigende ist das, dass die Pegida beschränkt ist auf Dresden. Ja, und glaubst du, dass sie sich dort auch halten kann? Ich meine, mir ist das nur aufgefallen. Also was mir glaube ich das erste Mal aufgefallen ist, wie es davon geheißen hat im Fernsehen, Schlachtruf, wir sind das Volk. Mhm. Fällt Ihnen keine neue Parole ein für eine Demonstration? Sind das solche Vollidioten, also intellektuelle ja. Vollidioten? Ja, das sind keine politischen Leute. Das ist meiner Ansicht nach ist das diffus. Weißt du, was ich meine? Das sind Leute, die angefressen sind. Ich habe, was ich gehört habe, die Leute kommen, sind zwischen 40 und 50, großteils männlich, kommen gut aus ausgebildet. Ausgebildet aus dem Mittelstand. Da habe ich gesagt, da schreien sich ein paar Leute mit einer Midlife-Crisis, die ewig unzufrieden sind mit allem, was haben, ihr Wut einmal von Seele runter und in 3 Monaten ja, ist das Ganze vorbei. Werden wir sehen, aber rational ist die Strömung auf jeden Fall nicht. Wisst ihr, was am Montag bei der letzten jetzt? Was der größte Aufreger war, wo die Leute am lautesten geschrien haben und klatscht haben und so weiter, das war der Roland Kaiser, der Schlagersänger, weil der bei der Kundgebung gegen Pegida 3 Tage vorher auftreten ist und geredet hat und gesagt hat, er will mit Pegida nichts tun, der ist ja Dresdner, er will ja. mit Pegida nichts zu tun haben. Und dann ist die Örtl, das ist diese blonde Sprecherin von Pegida, ausgegangen und hat gesagt, also das ist unerhört und sie ist enttäuscht und wie Pegida da fertig gemacht wird von ihm und wir sind alle Fans von dem gewesen und jetzt boykottieren wir einen Schlagersänger bitte. Ja. Und da war der donnernde Applaus, das war das Einzige, weil bei manche anderen Sachen haben sich nicht schreien traut, nachdem in Paris. Also sie haben sich zum Beispiel sehr zurückgehalten letzten Montag mit Lügenpresse schreien, weil es war ein bisschen sehr blöd, wenn ich mir einerseits Schiss wie Charlie, ja, und wenn ich andererseits also dahergehe und Lügenpresse, ja. Und manche ist das auch nicht auffallen, die haben trotzdem Lügenpresse geschrien, aber das ist aber das ist auf jeden Fall, ja, ich meine, das, was über einen Schlagersänger, ich meine, ich kenne Roland Kaiser nicht, aber was mir berichtet wurde, ich habe mir nur auf Google kurz angeschaut, ist das ein absoluter Schnulzentyp. Ja, also das ist das Liebe, Freude, Eierkuchen oder sowas und der ist in, nicht ganz zufällig, nehme ich an, nach allem, was man jetzt über Dresden weiß, ist das dort der Local Hero. Ja. Und weil der auf der Kundgebung gegen Pegida geredet hat und sich von denen distanziert hat, ja, und gesagt hat, die Leute sollen vernünftig werden. Deswegen den zum Hauptthema vor einer Kundgebung machen von 25.000 Leuten, also bitteschön, wo sind wir? Ja? Und ich meine, wenn ihnen weiterhin nur so dringende Themen einfallen, ja, dann kannst du sowieso nichts mehr machen mit denen. Ja? Weil ich meine, es ist dann sowieso lächerlich. Ja? Ich meine, aber ich denke mir, es gibt eben zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit, dass die überregional groß werden, die halte ich für sehr beschränkt, weil sie einfach die Chance vertan haben, indem es nämlich in Westdeutschland überall Rechtsextreme, bekannte Rechtsextremisten dort die Führung übernehmen. Das darf man nicht vergessen. Also das, in Westdeutschland reagieren die Leute auch drauf, wenn der Sebastian Nobile oder wie die alle heißen, wenn die da auftreten, die bekannten Ex-Nazis, Nazis, gewendeten Nazis oder was immer die sind. Ja. Und das wird also mal regional, derweil bleibt es mal regional beschränkt.
Das ist eindeutig. Weil in Westdeutschland, in andere Städte, siehe in Leipzig haben es 4.000 auf die Straßen gekriegt, aber es waren dreimal so viele Gegendemonstranten. Also könnte in Sachsen, könnten sich gewisse Sachen entwickeln. Also Frage, wie schaut es in Meißen aus oder so weiter? Nein, die können viel aus Meißen, sie tragen ja bei den Demos, gehört dazu wie bei einer römischen Legion, die tragen also vor sich so Tafeln, wo steht, wo es herkommen. Da steht Meißen, Bautzen und und, also die geliebten Orte. Ja, ja. Asterix und Obelix, ja, also so wie ein Legionsstandarte, ja. Und irgendwelche Nester, wo ich mein Lebtag noch nie davon gehört habe, wir haben eigentlich ein Video dafür angeschaut, also eine halbe Stunde lang, da hast du die ganzen vorbeidefilieren sehen, da sind Nester dabei, da glaube ich gar nicht, dass die gibt, so absurd heißende, aber es ist auf jeden Fall, kommen sie also auf der Ebene auch. Und man sieht also, dass da mindestens 50% von den Leute sind, die touren, und die Veranstalter selber behaupten, dass 25% von den Leuten aus dem Westen anreisen. Nur wie lange tun sich die Leute das aus dem Westen anreißen? Also Dresden ist ja nicht unbedingt das Epizentrum Europas. Ja. Und das Zweite ist, also wie lange reisen solche Leute an? Das muss man sich wirklich fragen. Ja. Und das Zweite ist, wo sonst entwickelt sich was? Außer Leipzig rudimentär, weil 4.500 Leute sind gegen 25.000 nichts und da war die Gegendemonstration in Leipzig, waren glaube ich 20.000 Leute. Also die werden auch ein bisschen demoralisiert sein, die Begidisten. Ja. Aber die Tatsache ist, dass das also, dass das eben zwei Möglichkeiten hat. Entweder es nimmt eine Parteiform an, aber dann ist es eine regionale Geschichte, meiner Ansicht nach, also zumindest mal dabei. Oder das werden halt immer weniger und weniger und irgendwann einmal gehen sie heim oder zu einem Roland Kaiser-Konzert. Ja. Also, naja, aber da möchte jetzt die wirklich gefährlichen Genre erwähnen. Und das sind die österreichischen Burschenschaften. Die hinfahren, die Identitären sind. Also das heißt, Moment, die Burschenschaften haben die Macht in der FPÖ. Der Starke, ja, der darf sein. Ja. Und sie sind das Finstern. Also am Montag war. Das führt so weit zum Beispiel, dass die wieder. Jetzt waren wir doch alle froh, endlich sind die alten Nazis aus der Justiz draußen, weil sie gestorben sind einfach. In Schwarz-Blau hat die FPÖ es geschafft, wieder Nazis ins Gericht zu bringen. Einen Oberstaatsanwalt, ja, Burschenschaftsmitglied, der empfiehlt seinen Leuten, doch die Hitlergrößen, die Geburtstage der Hitlergrößen zu feiern. Ja. Ich gebe zu, der ist nicht mehr kein Burschenschafter, der ist nämlich exakt 14 Tage, bevor er zum Oberstaatsanwalt ernannte, ist aus seiner Burschenschaft ausgetreten. Und man weiß ja, was unsere Ehre ist, Treue. Du redest vom Eisenmenger redest du. Richtig, ja, völlig richtig. Alter Freund, alter Patient von mir, der Eisenmenger. Was mich noch mehr beunruhigt ist zum Beispiel, dass unser Bundesamt für Verfassungsschutz die Olympia nicht überwachen darf. Ja, das ist eine andere Geschichte. Der Irving hat dort einen Vortrag gehalten, der zu dem Zeitpunkt, ja, einen internationalen Haftbefehl, und die durften ihn dort nicht verhaften. Wohl, den haben sie verhaftet. Nein, die Autobahnpolizei. Weil die, ja, Kollegen vom Verfassungsschutz, da gibt es offensichtlich doch noch ein paar, nicht nur selber so Sympathisanten, sondern auch offiziell im Rat. Und die haben die Kollegen von der Autobahnpolizei verzeiht, bitte nehmt sie fest, wir kennen das, ja, nicht. Jetzt so weit sind wir in Österreich. Aber jetzt muss ich sind mitten an der Macht, ja, bitte. Ich muss jetzt zu den Burschenschaften was anderes sagen, was im Zusammenhang mit Pegida und so weiter sehr, sehr wichtig ist. Es waren am Montag zwei Reisebusse, mhm, aus Wien bei der Pegida-Demonstration. Das waren einerseits Burschenschaften und andererseits Identitäre. Zwei Reisebusse voll, das sind, also ich weiß nicht, wie viele sind Reisebusse, einige haben 50 oder 60 Leute. Oder 40 Leute. Ja, also ist ordentlich. Und das soll angeblich schon das dritte Mal gewesen sein, dass die dort aufgefahren sind. Das heißt, entwickelt sich sozusagen ein Konterrevolutionstourismus nach Dresden, wo sich eben diese Identitären und so weiter vernetzen und wo da also wirklich was passiert. Ja? Weil die einer von den Busse, und das ist wirklich sehr interessant, also der eine Bus ist am Montag weggefahren. Montagmittag, ich weiß nicht, also halt, dass er das halt da tut, das Aufhupfen in Dresden. Ja? Und der andere Bus ist aber am Sonntag in der Früh weggefahren und die haben dort Besprechungen gehabt. Ja? Das heißt, die versuchen also auch, die Ostmärker versuchen da also sehr, sehr wohl mitzumischen und Erfahrungen sammeln natürlich. Ja? Und die Sachen muss man meiner Ansicht nach besonders im Auge halten,
Ja? Weil da hat man auch wieder die nationale, internationale sozusagen. Ja? Nur ist die mit Deutschland leichter herzustellen. Und das, da sehe ich ja, bitte? Allerdings. Ja? Und dieser Tourismus, der sich da entwickelt, ja, das sagt ja auch viel aus. Ja? Weil sich da offenbar Strömungen entwickeln, nämlich da in Österreich, die durchaus, also, oder entwickelt haben, damit reden wir ja eigentlich vor dem Fakten, dass das da ist, die durchaus versuchen sozusagen einzugreifen. Und wieso greifen die ein? Weil die Identitären in Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR, in Mitteldeutschland, wie der Herr Wuch sagen würde, ja, dass die, weil die irrsinnig schwach sind dort quantitativ, die sind schlecht aufgestellt. Das heißt, es gibt schon ziemlich ein paar in Berlin und so weiter, aber die sind in diese klassischen ehemaligen DDR-Städte, sind die relativ schlecht aufgestellt. Und das, und die, im Westen hingegen sind sie relativ kompakt, vor allem in Nordrhein-Westfalen, da sind das viel Leute. Ja. Und deswegen müssen die sozusagen, brauchen die Verstärkung, die brauchen nachher die Österreicher auch. So wie die Österreicher die Biefke gebraucht haben und die Italiener, wie es ihre Kundgebung, ihre identitäre Kundgebung da in Wien gemacht haben. Da haben sie auch Verstärkung geholt aus dem Ausland sozusagen. Ja. Und da ist eben, und da war übrigens, das war eben so eine interessante Geschichte eben, dass die Casa Pound, also diese italienische Faschistenorganisation, die haben Leute zu dieser identitären Demo in Wien geschickt und die sind mitmarschiert, da waren ungefähr 20 Leute von denen. Ja, was eigentlich allen Gesetzmäßigkeiten widerspricht, weil eigentlich müssten sie gegenseitig sich die Schädel einschlagen wegen Südtirol. Ja. Kann ich noch ein Bier haben, bitte? Darf ich da zum Film noch eine letzte Frage stellen? Ja, klar. Dieser Österreicher mit dem Bandkanz, wie seid ihr auf den gestoßen? Ja. Also den Namen hast du ja nicht genannt, du hast ja wie auf den Weg. Nein, ich weiß ja da nicht einmal, wie er heißt. Noch, also der, das klang ja schon ein bisschen aussteigermäßig. Nein, pass auf. Jetzt werde ich kurz die Anekdoten über den erzählen. Es war also folgendermaßen, der Typ, es hat in Salzburg an den Stellvertreter vom Küssl gegeben, der mit dem Küssl damals in der Zeit auch immer in Deutschland war, ist ein gewisser Günther Rheintaler. Nicht zu verwechseln mit dem Rheintaler in Wels, mit dem Fahrstuhl. Der Günther Rheintaler ist schwer komplex beladen, weil er ein Kontergangkind ist, das heißt eine verkrüppelte rechte Hand, ja, und ist aber einer von den allerbrutalsten. Und der hat den uns gemeiert, wir sind Küssl gemeiert haben. Und der war vorher schon total unbeliebt bei seinem Fußball. Er ist ein bisschen eine charismatische Figur, der hat 25, 30 Leute gehabt in Salzburg. Nur waren die alle sauer, weil er ist mit dem, er ist stinkreich, er ist hauptberuflich Erbe. Ja. Hat mehrere Zinshäuser in Salzburg und Villen, also am Wolfgangsee und was Gott wo noch alles. Und der hat Folgendes gemacht, der gute Mann. Der hat ununterbrochen seine Kameraden, die jungen Screens, wahrscheinlich die Sozialhilfeempfänger, die Arbeitslosen, angeschnurrt und Kohle. Ja? Und irgendwann ist auch dem blödesten von denen aufgegangen, ist irgendwie komisch, der kommt also mit einem 5er BMW mit so breite Reifen daher, ja? Cabrio natürlich, ja? Und gleichzeitig schnurrt er von mir also Kohle. Das hat ihn irgendwie nicht sehr beliebt gemacht. Und dann sind die Bullen, also haben ihn verhaftet und sind über die Typen hergekracht. Und dann habe ich auf einmal, ich weiß nicht, 5 Anrufe von irgendwelchen Leuten von dort gehabt, die ausgestiegen sind. Und die alle einen totalen Hass auf den Rheintaler gehabt haben, weil sie erstens Scherereien mit den Bullen wegen ihm gehabt haben. Und weil es war ein Ding. Und dann haben wir umgetan und vor der Kamera wollten auch die meisten nicht reden, ist ja relativ verständlich. Und der wollte eben reden. Dem haben wir auch geholt, ich weiß nicht, 300 Schilling oder was man da gegeben hat, war absurd, also das war lächerlich. Ja. Und der hat uns zuerst einmal eine Stunde lang vorgedingt, dass ihm seine Freundin abwascht ist. Das war seine größte Sorge. Und dann hat er eben über den Rheintaler geschumpfen und so weiter. Und dann hat er eben die Sachen erzählt mit dem Asylwerberheim, weil da hat es ja damals, das darf man nicht vergessen, unmittelbar davor hat es einen Anschlag auf ein Asylwerberheim, das haben 4 FAPO-Leute gemacht, in Bad Ischl gegeben. Und deswegen ist das, war der sozusagen sauer und Ding, weil er sozusagen kriminalisiert war und hat auf einen Vorhinein drauf gehabt. Ja. Und dann haben wir den interviewt und der hat dann angefangen über Waffen und alles zu reden und so weiter und dann haben wir halt eine besonders markante und witzige Stelle rausgenommen und haben da reingeschnitten. Aber der Wahnsinn war, was mir der Typ nachher noch erzählt hat. Da hat man erzählt und gesagt, und wie stellst du jetzt, nachdem du ausgestiegen bist, bei dem, wie stellst du deine Zukunft vor, was willst du jetzt machen? Und ich sage, ja, am liebsten würde er nach Berlin gehen,
weil dort gibt es diese ganz tollen unterirdischen Bunker vom Hitler. Oberirdische Bunker kenne ich keine, aber, aber auf jeden Fall diese ganz tollen unterirdischen Bunker vom Hitler noch, und die sind ganz gemütlich und so weiter, und er scheißt auf die ganze Welt und möchte eigentlich in so einem Bunker leben und sein Leben dort verdrängen. Ja. Ich meine, das war die Perspektive von dem, also es war ein Volltrottel, wenn man so will. Ja. Ich meine, aber er war der Einzige, der mit uns reden wollte, und die anderen haben schon auch gesagt, eben, dass das mit den Bandguns war, dass die Bandguns besorgen sollten. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen unbedingt einen, der das in die Kamera sagt, wenn ich sage, es hat mir wer erzählt, der dritte, wahrscheinlich aus dritter Hand kannst du es im Bauch brauchen. Und der hat mir gesagt, 300 Schilling, was? 300 Schilling, dann hat er geredet. Und da die anderen, also die auch in dem Verfahren drinnen waren und die eben das Ding war, das auch erzählt haben. Also genau die gleiche Geschichte, und zwar unabhängig voneinander, kann man davon ausgehen, dass sie wahr war. Und das war halt der in den Kopf hingehalten hat. Ich meine, armes, ja, und seine glücklichste Zeit. Der hat es wirklich gemacht, oder was? Ja, nein, hat er nicht gekauft, aber andere haben das gemacht. Aber ich meine, seine glücklichste Zeit, wie er beim Bundesheer war, das war so toll, und da hat es Disziplin gegeben, und er ist ernst genommen worden, er hat gewusst, er tut was für das Vaterland und so weiter. Und dann sage ich, ja, und wieso bist du nicht, er war Berufssoldat, dann sage ich, warum bist du nicht mehr beim Bundesheer? Haben wir also gerade wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Ja, aber ich meine, das ist ja arme Sau, ich habe ihn nur deswegen gebraucht, weil er der Einzige war von den Fünfen, der bereit war, vor der Kamera das zu sagen. Und es schaut einfach total deppert aus, wenn du sagst, das ist passiert und die gehen so weit, und du hast nicht einen, der das sozusagen bestätigt. Verstehst du? Und wenn du immer sagst, uns hat wer erzählt, das ist gleich nicht mehr Fernsehdoku. Ja. Aber ich meine, dass der, also sagen wir mal so, ich meine, wie die Intelligenz verteilt worden ist, hat der sich ganz hinten angestellt. Ja. Und der hat mir leid dann, der Typ. Ja. Der hat mir echt leid dann, weil der war in alles ein so ein Ding. Aber er war eben der das gesagt hat. Und ich meine, die anderen haben das auch gesagt, genau das Gleiche. Ja. Vielleicht sprachlich nicht so ausgefeilt wie er. Aber ich meine, ich habe nicht kein. Ich habe wen braucht, der das einfach sagt, und das war der Einzige, der. Ja, die anderen haben schon gesagt, ja, sie sagen das, dann sollen wir ihnen 5.000 Schilling geben. Dann habe ich gesagt, bist du. Ja. Hat der irgendwelche Probleme gekriegt noch, ja? Das ist eigentlich ein Fall. Nein, der ist irgendwo, ich meine, ich hab mich um den gekümmert, weil er mal Latte anhat, ja. Und ich habe noch mit Sozialarbeiter geredet, die sich um den gekümmert haben, und den haben sie noch irgendwo in Bischofshofen oder so, wo haben sie einen Job beim Straßenbau oder bei der Straßenmeisterei. Aber seine Kameraden haben nichts gemacht? Nein, haben nichts gemacht, weil eben die vier anderen auch ausgestiegen sind. Mhm. Und denen haben es auch, das haben wir damals also mit dem Kamerateam gemacht, wir haben gesagt, ich meine, das waren alles Arbeitslose und wirklich extreme Sozialfälle teilweise. Und wir sind nachher in Salzburg haben wir mit Leuten geredet von den Grünen und so weiter, also von der Bürgerlisten, und so haben gesagt, da muss man sich irgendwie um die kümmern. Und die haben sich nachher um die gekümmert, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass die Verfahren wegen Wiederbetätigung haben und einfach steppert für alles sein. Ja. Und das hat relativ gut funktioniert, dass ich da, ich weiß nicht, die Bewährungshilfe oder irgendwer hat sich auf jeden Fall um die gekümmert. Es ist auch keiner gesessen von denen, weil die bei der Polizei, also beim Staatsschutz, vollkommen rückhaltlos ausgepackt haben. Also die haben alles erzählt. Ja. Ob es wahr war oder nicht, ist wieder eine andere Sache, aber sie haben auf jeden Fall alles erzählt, was man irgendwie dem Rheintal, und der Rheintal ist eine brutale Sau, also was man dem anhängen können, haben die auf jeden Fall, die haben stundenlang also jeder abgelegt. Und nachher haben wir die Bürgerliste angerufen in Salzburg, und die haben dann wahrscheinlich, die kennen die ganzen Sozialarbeiter und so weiter. Und dann glaube ich, ist das über Neustadt oder sowas, ist das nachher gegangen, dass denen Jobs und so besorgt haben. Und die haben alle auch nur bedingt gekriegt, was teilweise ein Wunder war, weil eben schon welche gegeben hat, die da mit Knarren und so weiter unterwegs waren. Aber die waren auch teilweise jung, also der war, wie wir interviewt haben, war der 23, 24 oder sowas. Ne? Aber das war einfach ein Weh. Ja. Man hat wahrscheinlich solche Leute tun daran auch ein Lad. Ja. Ja, der hat armselig ausgeschaut. Genau. Ja. Ja, aber da hat es welche gegeben, die waren noch armseliger drauf. Ja. Ja.
Also ich meine, ich bin nicht die Bürgerin, die Initiative zur Rettung gescheiterter Nazis, aber bei solchen Leuten denkst du dann auch schon, du musst was tun. Du, wie siehst du das mit der, weil da vorgekommen ist, dass die Nazis halt ein bisschen hoffen, oder die Gescheiteren von denen, hoffen, dass eine Krise, eine Weltwirtschaftskrise sozusagen, das rechte Lager einen Zulauf bekommen wird durch so eine Krise. Das, ich glaube, der Film war 93 oder 94? 93, ja. 93, wie schaut denn das jetzt aus? Naja, wie der Rieger damals gesagt hat, oder der Kapitalismus, oder ist sozusagen am Golden, ja, und wird also sozusagen demnächst aufgehängt, ja, möchte ich darauf hinweisen, dass der Delinquent jetzt über 20 Jahre baumelt und es ist nichts passiert. Ja. Aber diesen Zusammenbruchsding, den haben die alle drauf. Und natürlich legen die den möglichst weit vier. Also mir hat es auch gewundert, dass gescheite Leute wie der Rieger oder der Schweiger gesagt haben, sozusagen, nächstes Jahr geht schon los oder sowas. Ja. Was ja eindeutig nicht passiert ist, leider. Ja. Aber diese Zusammenbruchstheorie, ja, haben die ganz, ganz stark. Also zum Beispiel auf dieser berüchtigten Website Alpen-Donau-Info, ja, vom Küssl, waren seitenweise Hinweise, was man tun muss, um sich vorzubereiten auf den unvermeidlichen Zusammenbruch des Kapitalismus. Also Goldhorten, Waffenhorten, Lebensmittelvorräte anlegen, Bunker bauen, unterirdisch und so weiter und so weiter. Also das haben die alle drauf. Also diese unmittelbare, die sehen den Zusammenbruch, das ist für die so sicher wie das Amen im Gebet und die denken halt, jetzt heuer hat es nicht geklappt, dann klappt es nächstes Jahr. Ja. Aber meine Frage war eine andere. Ich wollte wissen, weil du zuerst hast gesagt, die Pegida ist sozusagen ein ziemlich nebuloser Haufen, die, wenn sie antisemitisch sind oder rassistisch sind, dann ist es immer sehr seriös, also eigentlich nicht wirklich. Nein, ich zeige euch, aber. Also es wirkt nicht so, als würden die dann irgendwann dem rechten Lager zuwandern und sagen, ja, wir wollen. Also das hast du, habe ich zumindest so rausgehört, ein bisschen ausgeschlossen. Na, dass daraus mehr wird als nur ein kurzes Aufflackern und dann verliert sich das wieder. Natürlich sind die Rassisten. Hat am Anfang gezeigt eine gewisse Anzahl von Leuten, die da in der rechten Szene drinnen sind. Und haben die in den letzten 20 Jahren jetzt zugelegt, durch die Wirtschaftskrise vielleicht noch ein bisschen zugelegt? Quantitativ haben sie zugelegt. Ja. Haben zugelegt? Ja. Vehement? Ist regional sehr verschieden. In Österreich wird sehr viel absorbiert, ganz einfach durch die FPÖ. Ja. Yeah. Also du weißt nicht, bei jedem Neonazi, der zur FPÖ geht, du weißt ja nicht hin, aber es fliegen ja praktisch jeden Tag die Einzelfälle auf, dass wieder einer irgendeine Nazi-Schicht hat. Also da wird viel, viel absorbiert durch das. Und in Deutschland hast du einerseits ein starkes Anwachsen dieser autonomen Kameradschaften, also der autonomen Nationalisten, die halt sozusagen nach den ganzen Verbotserfahrungen einfach sozusagen wie abgeschaut von den linken Autonomen angeblich halt versuchen, solche informelle Strukturen aufzubauen und das ist in manchen Gegenden wirklich sehr, sehr stark. Ja, also sehr, sehr stark meine ich, dass in einer Stadt wie Dortmund können die bis zu 350 Leute mobilisieren aus dem Stand. Ja? Und das ist nicht wenig. Also, weißt du, was ich meine? Am einen Tag passiert was und am nächsten Tag um 6 Uhr auf Nacht haben die 350 Leute dort. Also, da muss ganz gut beieinander sein. Ja? Weil Dortmund ist nicht unbedingt die größte Stadt, also die Oma ist. Ja? Ich meine, aber es hat sich durch zwei Sachen ein gewaltiger Wandel gegeben in der Szene. Das erste ist, die ganzen alten Heroes, wie die Nazis das nennen, die Erlebnisgeneration, ja? Die Erlebnisgeneration ist ausgestorben. Ja, und die, was noch leben, die sind alle zwischen 99 und Verwesung, und zwar in des Wortes ursprünglichster Bedeutung, ja, die sind überhaupt nicht mehr einsatzfähig, die sind nicht mehr kampffähig, die sind einfach komplett senil und jenseits. Ja. Da gibt es ganz, ganz wenige, die da noch sind von der alten Ding, und interessanterweise in Österreich sind das zum Beispiel Frauen, die da noch unterwegs sind. Also von dieser Erlebnisgeneration gibt es wirklich ganz, ganz wenige. Ja. Von der Generation danach, das war die Generation, die sozusagen in der Nazi-Zeit geboren sind. Da gehören zum Beispiel Leute wie der Honsig dazu oder der Ochensberger und solche Leute. Ja. Ja. Die sind entweder im Häfen
oder nicht mehr kampffähig, weil sie einfach krank sind. Ja? Und so oft schon gesessen, dass teilweise einfach eine Ruhe geben und nicht mehr mögen. Ja? Und die haben vor allem relativ wenig Einfluss in der Szene. Weil die halt teilweise halt wirklich so die Maulhelden sind, die halt was gut was alles erzählen und einfach Honsig, das klassische Beispiel, man muss nur auf Facebook gehen und Honsig eingeben, ja, und nachher hast du, wie er selber seine eigenen Gedichte vorträgt. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, das ist dermaßen, nicht auf Facebook, auf YouTube, entschuldige. YouTube, ja. Ich meine, das ist dermaßen witzig teilweise, also ich nehme das immer so als Partyauflockerung, ja. Da gibt's Entschuldigung, ich muss leider gehen. Ich würde dich bitten, dass du mir irgendeine von deinen E-Mail-Adressen sendest, die ja nicht deine privaten sind, sondern wo was die Nazi-Planung hinkommen, wo du alle zwei Monate mal hinschaust. Ich müsste nämlich was interessieren. Okay. Darfst du den Film noch irgendwo zeigen in der Öffentlichkeit? Nein, aber derweil einmal nicht. Ne? Nein. Willst du ihn gezeigt haben? Ne? In Okto, ja. Nein, noch, du kannst es nicht machen, wenn ich Copyright. Hast du Rechte, ja? Nein, hat die Rechte, die hat der ZDF. Ich hätte aber noch eine zweite Möglichkeit. Bitte schick mir in die Adresse, wenn ich dich erreichen. Schönen Abend. Danke, ciao. Ich glaube nicht, dass Okto denen die Rechte abkauft, ehrlich gesagt. Nein, das ist die Sache, was so eine Verwertungsfirma verlangt, wenn der Film... Ich wollte nur fragen, ich meine, wir sind ja viele, in Wirklichkeit brauchen wir immer also so... Also wollen wir vielleicht was trinken und gemütlich ein bisschen informell weiterquatschen? Nein, aber entschuldige, da war jetzt... Aber du hast mich gefragt... Entschuldige, was, jetzt bin ich rausgekommen. Ja, es war doch der Zuwachs. Und du bist jetzt gerade der ersten, zweiten Generation. Nein, die zweite Generation ist sozusagen, die ist teilweise immobilisiert, ja. Beziehungsweise die AfB zum Beispiel, die auch dazu gehört. Also die Aktionsgemeinschaft für Politik oder Aktionsgemeinschaft für demokratische Politik, die sind zum Beispiel sind alle so senile, machen fast nichts mehr. Ja. Ja, weil die sind alle zwischen 75 und 95. Ja. Ja. Und ein paar von den Führungsdingen, ich habe neulich mit wem geredet, der da ein bisschen einen Einblick hat, ich meine, ein paar von den Führungsdingen sind einfach dermaßen senil, der schreibt keine Zeilen mehr, auch wenn er sich da selber deutscher Dichter nennt. Ja. Ich meine, das sind also solche Leute weg. Und die nächste Generation, das waren die Küssels und Schimaneks. Der Schimanek hat ein Entmietungsunternehmen, also ich weiß, was ich unter Entmietung, also dass du halt Mieter vertreibst und Häuser devastierst, in Dresden. Das hat der Schimanek, von dem lebt er. Netter Mensch, gell? Also der junge Schimanek, der Küssel sitzt im Häfen. Also diese ganzen Führungspersonen dieser nationalsozialistischen Szene, der Hitleristen, ja, die sind alle irgendwie immobilisiert. Und die Jungen, die kommen, die sind meistens in irgendwelche Dörfer, wirklich in irgendwelche Kleinstädte, ja, wo es halt teilweise Traditionen hat. Du hast zum Beispiel in Gegenden wie im Innviertel, ja, eine extreme Nazi-Tradition. Das hat den ganz einfachen Grund, dass 1945, ja, hier die Alliierten gekommen sind, ja, alle Faschisten, SSler und so weiter, geschaut haben, dass sie in die westliche Besatzungszone kommen, weil von den Russen haben sie sich nichts Gutes erwartet. Ja? Und viele in Viertelhausen jagt. Ja, ja, nein, und da irrsinnig viele haben sie einfach im Innviertel bzw. im Salzkammergut festgesetzt, ja? Weil dort waren sie sicher von der sowjetischen Polizei. Also das war ganz einfach. Aber wie gesagt, und die Jungen, da hast du eben die Identitären, die eine große Anziehungskraft ausüben, aber mit ihrem pseudo-intellektuellen Geschwafel gleichzeitig auch Leute auf den Nerv gehen. Und du hast andererseits halt in den Dörfern diese Hardcore-Neonazis. Und das ist quantitativ, ist das eindeutig am Wachsen. Aber es gibt halt irrsinnig viel so, wahrscheinlich so wirklich so autonome Strukturen. Also die hast du zum Beispiel gerade in Westösterreich, also Tirol, Vorarlberg hast du das sehr stark, wo halt die einen, das eine Gruppe in einem Ort, wie Kufstein zum Beispiel, ja, sind 25 Leute, ja, 10 davon sind beim RFJ oder bei der FPÖ, die anderen sind heraus und machen halt was, und in Kufstein passiert ja zum Beispiel laufend, dass irgendwelche Gebetshäuser oder türkischen Lokale also anzündet werden oder halt die Scheiben eingeschlagen werden und so weiter. Und haben schon in der Jugendszene sozusagen eine gewisse Hegemonie, weil die halt geschlossen und brutal auftreten. Aber sie kommen nicht vom Fleck. Also es ist nicht sozusagen das Ziel von denen, eine Organisation aufzubauen, sondern das Ziel von denen ist also, Terror zu verbreiten, wenn man so will, also Furcht und Schrecken zu verbreiten und sozusagen als Gruppen einfach bestehen zu bleiben und halt das große Maul offen haben. Also das ist
wie gesagt, es ist regional verschieden, aber insgesamt würde ich behaupten, dass sich die Zahl der Hardcore-Rechtsextremisten, also Neonazis bzw. verkleidete Neonazis wie die Identitären, weil die sind für mich, also sind das verkleidete Neonazis, aber nichts anderes, weil die haben halt ein anderes Vokabular für die gleiche Scheiße, ja. Die würde ich behaupten, also diese Gruppierungen haben erstens einen Wandel eben durchgemacht, das hat eben auch mit dem Verlust der Führergeneration, der Vätergeneration zu tun, und zweitens sind die durchaus mehr geworden. Nur richtig organisiert sind auch diese Hardcore-Nazi-Gruppen nicht, und das hat dann ganz einfach Grund, das ist der Küssl. Der Küssl hat das Alpen-Donau betrieben, das war im Prinzip das Zentralorgan von denen. Wenn du ein Nazi in irgendeinem Kurdorf warst und du hast welchen Kontakt aufnehmen mit der Hardcore-Szene, dass du halt auch Material kriegst, dass du geschult wirst, dass du was Sinnvolles machst oder was, dann hast du Alpen-Donau-Info, und für das ist ja in den Medien nur Werbung gemacht worden, hast Alpen-Donau-Info angeklickt und die haben für jedes Bundesland haben die einen Ansprechpartner gehabt. Du hast kommen können, Tirol, ich bin das und will das. Und das fällt. Das ist nicht mehr da. Und die Identitären versuchen das teilweise auf Facebook zu substituieren, aber das zieht nicht so. Alpen-Donau-Info war, hat einfach eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit erzeugt. Und da hat jeder gewusst, also ich weiß nicht, in jedem Innkreis oder was Gott wo sitzt und denkst, wie komme ich zu den Nazis, wie komme ich zu den harten Leuten oder was. Und dann habe ich Alpen-Donau-Info angeklickt und habe dort gesehen, auch Oberösterreich, und habe ich dort angeklickt und gesagt, bitte, ich möchte gerne mit euch Kontakt haben. Das war sozusagen im klassisch-leninistischen Sinn kollektiver Propagandist und Organisator, ja, diese Alpen-Donau-Info-Seiten. Ja. Und das ist weg. Und ein Neuer trauen sich nicht machen. Ja. Und das behindert sozusagen in der Szene total. Und gleichzeitig ist ihnen die Küssl-Verhaftung eingefahren, deswegen sind auch irrsinnig viele auf Identitär umgespielt. Weil ich meine, ich kann ja sozusagen die gleiche Scheiße vertreten, ohne dass ich sage, das Dritte Reich war super. Ja? Und das ist momentan der Trend. Also und in den Trend, wie soll ich sagen, wir erleben eine Modernisierung. Also es kommt sozusagen die neue Rechte, die das schon seit 40 Jahren probiert. Sozusagen sagen, scheiß aufs Dritte Reich, wir vertreten die gleichen Inhalte, aber halt mit besseren Worten oder was. Es ist momentan, und das siehst du eben auch bei Pegida, Hogesa und so weiter, es ist momentan die Zeit der neuen Rechten. In die Ideologie, also so, in der Ideologie. So. Ja, okay. Ja? Und das merkst du eben, dass die teilweise also wirklich die Themen in der Hand haben. Mhm. Ja? Und auch teilweise, dass sie eben Zulauf kriegen und dass eben diese Nazi-Gruppen, wahrscheinlich sind ja teilweise sehr, sehr junge Leute da, diese irgendwo in Freistadt oder in Wels oder so, das sind teilweise total junge Leute oder sowas. Denen fällt sozusagen das, was der Küssl nicht blöd von ihm, ich bin viel Blödes von ihm gewohnt, aber das war nicht seine blödeste Idee, denen fällt sozusagen eine Anlaufstelle. Und das war das Alpen-Donau-Info. Das geht in der ganzen Berichterstattung und der ganzen Diskussion darüber vollkommen unter, dass die Leute es nicht sehen, dass die ein Sammelpunkt waren. Ja. Ein Punkt, der Struktur eingebracht hat. Ja. Also, ich habe noch, weil Alpen-Donau ja seit letztes Jahr wieder online ist, würde ich da jetzt fragen, wie das jetzt da ausschaut. Das ist wieder offline, okay. Weil der Typ, das war ein Grazer, der Herr Pfingstl, der mehrere Prozesse am Hals hat, wegen Wiederbetätigung, aber auch wegen dieser Schlägerei damals in dem Zeppelin, glaube ich, heißt das Lokal. Auf jeden Fall, der hat das betrieben und hat dann aufgehört, hat er gesagt, wegen Ding, und das war deswegen, weil er seine Haftstrafe antreten hat müssen. Nur hat sein Anwalt nachher interveniert, weil er hat das offenbar alles verschlafen gehabt, und dann ist er nach 2 Wochen wieder rausgekommen. Aber die Seiten traut er sich nicht mehr machen, weil er wegen der auch schon verfahren wieder hat. Also der ist so ähnlich wie der Franz Radl oder der Küssl, also wenn sie mich einmal verurteilen, das langt mir nicht bitte Zuschlag. Ja. Und das macht er konsequent, aber das sind absolut irre und sind teilweise gemeingefährliche Leute natürlich. Und die sind halt all, das darf man nicht vergessen, das sind halt viele von denen, die wirklich Kampfsport machen, ja, die extrem durchtrainiert sind und wo es halt echt aufpassen muss, wenn du denen über den Weg läufst. Ja. Ja, es gibt ja den Fall von dem Herrn Karamas, ich weiß nicht, ob du das kennst. Der hat vor 3 Jahren hat der auf der Roten Turmstraße um 3 in der Früh einen Ägypter, der ihm entgegengekommen ist, den hat er einfach erschlagen mit bloßen Händen, weil er selber österreichischer Kickboxmeister war für die Jungen. Ja? Kasmas hat er geheißen, entschuldige. Und ich meine, der ist in den Häfen gegangen, hat nach der Urteilsverkündung gesagt, hat 20 Jahre gekriegt wegen Mord.
Und bei der Ursula habe ich gesagt, das ist super, dass ich es gekriegt habe, weil sein Vater ist auch so lang gesessen. Na, sehr vernünftig. Nein. Du hast gesagt, Pegida, das am 2. Februar wird wahrscheinlich, hast du schön analysiert, wird in Wien sehr gut gehen, wenn es da vorne dem zu Ereignis wie jetzt den Terroranschlag in Paris gibt, ja. Terroranschläge. Wie weit hältst du organisatorisch Pegida für befähigt, selbst einen Terroranschlag durchzuführen und einen anderen das in die Schuhe zu schieben, so nach dem Vorbild, wie Hitler gemacht hat, durch SS-Einheiten im polnischen Unfall, Uniformen lassen wir den Senden da gleich mit besetzen und dann wir schießen zurück auf also, Polen. Als Organisation glaube ich nicht, dass das machen, traue ich nicht zu, aber es läuft natürlich in der Szene. Du musst denken, wir reden von einer Szene in Wien vor ein paar hundert Leuten, ja, der verschiedene Orten vernetzt sind, wo eigentlich auch zur Regel gehört, dass du mindestens bei drei Organisationen dabei bist. Du bist beim RFJ oder bei der FPÖ, du bist bei den Identitären und du bist nachher vollweise noch bei einer Burschenschaft oder sonst was. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Ja? Natürlich kann es in so einer Szene, die relativ groß ist, kann es einfach Irrläufer geben. Ja? Also den klassischen Einzeltäter, der ja in Österreich sehr beliebt ist, das darf man nicht vergessen. Ja. Einfach einen, der durchknallt ist und das macht. Also wir haben das ja schon gehabt, Franz Fuchs oder ähnliche Leute. Ja, wobei da auch wieder zu diskutieren war, ob der ein Einzeltäter war. Aber es gibt auf jeden Fall, ja, halt ich die Gefahr. Schau, mir hat früher habe ich extrem viele Drohanrufe, Drohungen gekriegt und so weiter von den Nazis. Ja. Und dann habe ich eine Beratung bei der Polizei gekriegt. Ja? Und die haben mir Folgendes gesagt, die haben mir eigentlich gesagt, ich meine, es ist eigentlich wurscht und sie fahren halt um meine Wohnung, das war mitten in der Briefbombenzeit, sie fahren halt auch, jeder die Funkstreife hat den Auftrag, alle zwei Stunden vor um mein Haus umzufahren, ich meine, was also unglaublich wirksam ist, weil wenn die Grenze und dann haben sie mir eben gesagt, ich meine, die Gefahr, ja, die eigentlich, und das habe ich eigentlich sehr vernünftig gefunden, weil das hat mir ein deutscher Bulle auch mal gesagt, ja, der Security war beim Vortrag von mir, also Dass die Gefahr eigentlich nicht das ist, dass die gezielte Anschläge machen, wahrscheinlich 100 die Bällen beißen nicht, sondern die Gefahr ist, dass Leute wie ich um 2 in der Früh, ja, einer Horde von besoffenen 5 Skinheads über den Weg laufen. Oder solche Leute wie den Krasmas, ja, und die einfach rausholen. Und da hast du nicht den Funken einer Chance. Ja. Das ist das Gefährliche. Und genauso denke ich mir halt, dass es die Gefahr von einem Anschlag, einem gezielten Anschlag, organisierten rechtsextremen Anschlag, halte ich für relativ gering. Und zwar auch aus einem anderen Grund, weil die alle auch wissen, dass jeder Zweite ein Spitzel ist. Ja? Das ist eine Szene, die ist extrem von Informanten durchsetzt. Ja? Ich meine, ich habe da mit den Spitzeln vollkommen absurde Situationen erlebt. Es hat im Jahr 88 einen Brandanschlag auf die Ägidegassen gegeben, auf das damals besetzte Haus, von Krüsselheit. Da war der Prozess. Da waren 7 Angeklagte, inklusive Krüssel. Der Krüssel hat übrigens 2 Wochen bedingt gekriegt, dafür, dass er Wohnung abgelenkt ist. Ja. Da war der Prozess, da sind 2 von den 7 aufgestanden und haben gesagt, ja, ich habe mir gedacht, ich darf das, weil ich arbeite für die Polizei und ich hab, da gibt der Polizei immer Informationen und ich kriege, zahlen wir immer ein Mittagessen und ab und zu ein paar hundert Schilling und so weiter. Das sagen die offen. Ja. Jetzt habe ich immer gedacht, ich meine, normalerweise müssen die Typen ja aus der Szene fliegen. Ja, 3 Tage später bin ich unten bei der Radetzky-Straße, da beim Weinhaus Kraft, glaube ich, hat das geheißen. Jetzt gibt es das nicht mehr. Sitzt eine Runde von Fapo-Leuten dort, also Nazis aus dem Krüssel, also die ganze Partie. Ja, ungefähr 12 Leute. Wer sitzt mittendrin und führt das große Wort? Die 2 Spitzel. Ja, gut. Nein, und ich habe mal versucht, das zu ergründen, und das ist natürlich auch deswegen, weil sie natürlich sagen, ich meine, die Polizei sagt für Recht und Ordnung, wir sagen auch für Recht und Ordnung. Ja? Aber die haben knallhart, also ich traue meinen Augen nicht, weil ich mir dachte, wenn mich der belastet auch noch beim Prozess, der Mitangeklagte, ja? Dann setze ich mich da noch nicht 2 Tage später mit dem ein Verbier hin. Ja gut, ich meine, das ist dieses Spitzelwesen und die Frage, Österreich hat keinen Schamprovokateur-Paragrafen, die Deutschen haben das, glaube ich, im Strafgesetz drinnen, das heißt, die brauchen sie bei uns im Prinzip, Staatspolizei und so weiter, ja, da überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen. Nein, aber das grundlegende Problem ist, dass eben, ich glaube, dass sozusagen organisierte Struktur aufstellen, die aller NSU arbeitet, über das reden wir ja jetzt. Wir reden über sowas wie NSU.
Ja? Jetzt, wenn wir uns den deutschen NSU-Prozess anschauen, dann müssen wir auch sagen, dass im ganzen Umfeld, da hat es gewimmelt vor Spitzel. Man weiß ja wirklich nicht, wo der Verfassungsschutz aufhört und die NSU anfängt, weil ich meine, die haben ja alle was, die, viele von den Leuten, die direkt unterstützt haben mit Kohle, mit Waffen und was Gott was alles, waren zu dem Zeitpunkt Spitzel schon. Ja? Und es ist ja kein Zufall, dass der deutsche Verfassungsschutz und der Staatsschutz, dass die hunderte Seiten von Akten über die Geschichte geschreddert haben. Und zwei Tage nachdem die verhaftet worden sind, haben die irrsinnig viele Akten verschwinden lassen. Und es kann kein Zufall sein, sondern die wollten bestimmte Sachen zudecken. Das ist eindeutig. Ich meine, in Österreich, so eine Struktur wie NSU, kann ich mir vorstellen, ja, aber erstens mal war sie ohne eine Frau dabei, weil in Österreich der Frauenanteil in dieser Szene also absolut minimal ist, ja, was in Deutschland nicht der Fall ist. Und das Zweite, was immer denke, ist, das ist nicht, sie haben wahrscheinlich die nicht das, was momentan gefragt ist. Natürlich hat der österreichische Neonazismus eine ewig lange Tradition von Terror. Man muss nur sagen, Südtirol-Terrorismus, ja, die diversen Anschläge auf Synagogen, die unter anderem auch der Herr Hunzig durchgeführt hat, ja, die Briefbombengeschichte, die sogenannte, und. Also es gibt da eine lange Tradition von rechtsextremen Terror. Die ist teilweise wesentlich länger und härter wie die Tradition in Deutschland. Das darf man nicht vergessen. Wenn du das umlegst, also sozusagen anteilsmäßig, dann sind die Österreicher ziemlich führend, weil in Deutschland hat es eigentlich vor der Wehrsportgruppe Hoffmann hat es ganz, ganz wenig neonazistischen Terror geben, das muss man schon auch dazu sagen. Ja. In Österreich war das seit der Südtirol-Geschichte war das vollkommen offen und man darf nicht vergessen, dass die in Südtirol bis 1981 gebombt haben. Ja. Das Eintirol und was gut, was noch alles, ja, was da gegeben hat. Und diese Struktur, ob die die aufzustellen, bin ich mir wirklich nicht sicher, weil ich mir auch glaube, dass es logistisch, also Waffen sind nur Gummer und solche Sachen, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das logistisch packen, erstens, ja, zweitens, ob die sich gegenseitig trauen, ja, und drittens, ob nicht bei manchen von den Leuten, wo man weiß, die sind extrem gewalttätig, auch auffallen würde, dass die zum Beispiel auf einmal eine Ruhe geben. Dass sich der Staatsschutz vermutlich um das kümmern will, wieso ist der auf einmal vorher oder der Oberding war. Von den Identitären sehe ich keine Terrorgefahr ausgehen. Also das ganz sicher nicht, obwohl es Burschenschaftler sind, aber ich glaube nicht. Die versuchen es intellektuell. Die machen Action. Nicht? Aber und bei der NS-Szene, also bei dieser Hitler, ich nenne es jetzt Hitleristen-Szene immer, damit man es unterscheiden kann von den Identitären, von den neuen Rechten. Ja? Ja. Und Hitleristen ist ein ganz klares Merkmal. Bei der Hitleristen-Szene denke ich immer, dass halt einerseits teilweise am Hirnschmalz fällt und zweitens also eine Entschlossenheit. Also ich kann nur auf Holz klopfen, aber ich bin mir momentan, denke ich mir, es sind zwar die Mittel da und natürlich die Motive, ja? Aber ich sehe eigentlich, ich meine gut, ich bin nicht so nah dran an der Szene, dass ich jetzt sagen, aber ich sehe eigentlich, wenn man sich überlegt, was die drauf haben und so weiter, sieht keinen Sinn drin. Ja. Außer, dass es versuchen, wie du sagst richtig, dass es versuchen, sozusagen Moslems oder Linke in die Schuhe schieben. Dass man das versucht. Ja. Nur da denke ich mir, da müssen wir auch besser drauf sein, wie es drauf sein. Also das ist verdammt schwierig, das machen. Ja. Und es braucht vor allem eine relativ lange Vorbereitungszeit und du musst extreme Nerven haben. Und wie die einen islamistischen Anschlag fingieren, ja, das schaue ich mir mal an. Ja, ich meine, ich wollte nur fragen, ob sie das Potenzial dazu. Und wie die einen linken Anschlag fingieren, das schaue ich mir auch an. Weil das ist nämlich keine leichte Übung. Ja? Du kannst nicht einfach hergehen, irgendwo eine Bomben hinlegen und dann sagen, es waren die bösen Linken. Nein, jetzt kennt man eben auch, dass sie so etwas organisieren nach dem Motto Madrid vor Ort die Züge oder London U-Bahn oder so weiter. Also nein, sowas. Nein, das ist, also rechter Terror. Tschüss. Ja, tschüss. Rechter Terror ist immer indiskriminiert. Das heißt, rechter Terror kann alle treffen. Das ist immer so. Das war ja in Italien mit den ganzen Anschlägen auf Züge und Bologna und so weiter. Ja. Das ist klar, dass das jeden trifft. Oder Piazza Fontana, darf man nicht vergessen, ganz wichtig. Ja, gut, da war dann aber bis heute, wie weit das die behind am Ende war.
Naja, das war auf jeden Fall, die Leute, was wir ja das gemacht haben. Ja. Ich meine, das Problem war, dass das in die Linken in die Schuhe geschoben ist und die halbe Lotter Container verhaftet worden ist damals. Ja. Naja, es ist etwas anderes auch noch, dass ja die USA Stay Behind Armeen aufgebaut hat, weil zum Beispiel auch dieser Münchner Anschlag auf das Oktoberfest, der bis heute noch nicht ganz geklärt ist. Und das war immer so, wenn in einem westeuropäischen Land eine kommunistische Partei im Aufwind war oder so weiter. Also in Italien haben sie überhaupt einmal in den 50er Jahren die CIA-Wahl manipuliert zugunsten der Demokratie Christiana. Und wenn irgendwo kommunistische Parteien im Aufwind war, war meistens in der riesiger Terroranschlag organisiert. Durchaus wahrscheinlich von Stay Behind. Aber da muss man schon dazu sagen, dass der PC, also die italienische kommunistische Partei, spätestens seit 1972 mit dem historischen Kompromiss, dass die ungefähr so revolutionär waren wie ein Kanaldeckel. Ja, gut, die haben absolut den Aldo Moro historischen Kompromiss haben sie auch. Ja, aber der PC war eine sozialdemokratische Partei schon damals. Der Kommunismus bei denen war reine Folklore. Ich habe damals oft irrsinnig viel in Italien gewesen. Teilweise monatelang und ich meine, ich habe da irrsinnig viel miterlebt, aber ich meine, die, was am meisten gegen die Linken vorgegangen sind, gegen die Autonomen und die Roten Brigaden, das war die KP. Die ganzen Richter, was in Toni Negri und solche Leute verhaftet waren, alles KPler. Ja. Das war also schon eine relativ harte Geschichte, was dort passiert ist. Und ich habe aber den Budget habe ich als linke Partei einfach nicht erlebt. Das war einfach nicht möglich, außer von mir aus an die Sommerfeste. Die waren ganz lustig immer, ja. Hast Bandiera Rossa gesungen und irgendwelche Bands gehabt, die Leimund waren, aber sonst war da gar nichts. Das ist ein internationales Arbeiterlied schon, also man ist ja nicht mehr rein kommunistisch. Nein, aber ich meine nur, also wie gesagt, ich würde sozusagen mit Terrorgefahr in Österreich ja, verdammt vorsichtig sein, weil man zu wenig Einblick hat in die interne funktionierende Szene. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn bei einem wieder der Klassiker zusammenkommt, was ich, Herr Richter, ich habe, ja, Freundin ist mir davongelaufen, ich habe ein Alkoholproblem, Eltern sind geschieden, bei der Ausbildung bin ich rausgeflogen und was Gott, also diese Klassiker oder sowas, dass irgendeiner von denen einmal sich denkt, er macht irgendwas, sie sich schon... Das ist ein Amoklauf macht. Ne? Ja, das so würde man relativ flott erkennen, glaube ich. Also. Ja, aber wenn jetzt eine Lehrerin in der Schule ein paar Mitschüler angeschaut, also bitte, ja. Also ich traue das ja eher Islamisten zu, ehrlich gesagt. Amoklauf sowas. Weil das ja durchaus die Linie ist, die momentan vertreten wird, also dass man halt einfach irgendwo hingeht und halt Leute umlegt. Ja. So wie die einen in London, die einfach einen Soldaten geköpft haben. Ja, weil ja gut, ich meine, weil du sagst eher Islamisten, wie beurteilst du dann Breivik in Norwegen? Eindeutig als einen Rechtsradikalen. Das ist sowieso vollkommen Nazi. Und keiner fragt nach seiner Religion. Das kommt mir eben so vor. Weißt du, was ich meine? Also Protestantismus macht Massenmörder. Ja. Kein Mensch hat nach der Religion von Breivik gefragt. Ja. Nein, ist wahr. Jetzt ist es ein wichtiges Argument. Ja. Aber beim Breivik denke ich immer, also beim Breivik, wenn ich hab mir die Mühe gemacht, seine 1400 Seiten Bekenner, die mir durchzuhalten. Da war mir die Zeit zu schade, ehrlich gesagt. Ja, das ist nichts Organisiertes, oder? Das ist ja ein Unterschied. Nein. Das hast du im Internet lesen können. Er fingiert ja eine Organisation. Also er sagt in seinem Bekennerschreiben, tut er so, wie wenn sie mehrere waren. Ja? Aber das tun die alle, das hat der Fuchs auch gemacht. Ja? Beim Breivik sehr dankenswert ist, dass er sich auf die FPÖ bezieht und dass er das sehr lobt, die Freedom Party of Austria. Ja? Das finde ich ja sehr, sehr nett. Aber beim Breivik denke ich immer, solche Leute, ja, gegen solche Leute, die sowas machen, ja, abgesehen davon, dass man keine, es mir wurscht ist, was der für ein Motiv hat, der hat einfach Scheiße gebaut und ich meine, das ist ein Ding. Aber sowas kannst du nie verhindern. Ja, das ist ja. Und das kannst du, der Breivik war nicht in der rechtsextremen Szene, ja. Er war nur in dieser komischen FPÖ-ähnlichen Partei, in dieser Fortschrittspartei, aber da auch nicht Mitglied. Ja? Der ist nie in der Neonazi-Szene oder sonst irgendwas aufgefallen und hat das trotzdem gemacht. Und solche Leute kannst du überall haben. Überall. Wer weiß, vielleicht sitzt in am Haus gegenüber einer und baut gerade die Bomben. Ja? Und wie willst du das verhindern?
Da kannst du nichts machen, weil der Präventiv. Also, außer du kriegst einen Tipp, der macht das. Ja? Aber ich meine, präventiv kannst du da überhaupt nichts machen eigentlich. Ja? Außer du schnappst ihn irgendwie oder du hast eben eine Info gekriegt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du die kriegst. Und dass es solche Leute gibt. Ja? Ich meine, es gibt ja auch unpolitische Amokläufer und Killer, das darf man auch nicht vergessen, das passiert auch in Österreich ein paar Mal. Ja? Ich meine, die kannst du einfach nicht, die kriegst du einfach nicht. Wie willst du gegen die, was willst du gegen die machen? Ja. Du kannst nur hoffen, dass es dich selber nicht erwischt. Ja? Ja. Noch wie eine Frage, allerletzte Frage. Allerletzte, wenn er gerne einen Zigaretten raucht. Ja, die können wir auch draußen stellen. Ist eh klar, ja. Oder ich wollte, ich sage die Frage noch beantwortet, dass es draußen, weil uns die anderen auch interessiert. Hast du auch eigentlich in diesen Kreisen recherchiert, die vom Titel her relativ harmlos schauen oder nicht harmlos sein müssten, was da meistens auf Vereinsbasis läuft? Du kannst einen Verein gründen, Pflege der deutschen Sprache. Ja, da gibt's ja. Das kann in beides gehen oder so, in zwei Richtungen gehen. Du kannst, wenn wir es gehört haben, ja, du kannst sagen, wir einen Verein zur Pflege des Werkes von Feuersleben, den kann man auslegen. Aus deutschen Dichter, Literaturforschung betreiben, ja, Stilforschung sein oder du kannst Nazi-Parolen. Wir haben drei Vereine zur Pflege des Gedankenguts und der dichterischen Leistungen von Josef Weinheber. Ja, wobei wir sagen, das Wien wörtlich, na gut, bitte, ja, ist nichts da, später hat er sich halt den Nazis angebietet. Also. Naja, der hat sich umgebracht nach Menzig. Ja. Ja, sicher. Weil er so geschoben hat. Oder man, du kannst das, wenn du das sagst, auf Sachen siehst, du könntest es sagen. Nein, es ist, machen wir. Das war da, was ja. Ich sagte. Nein, weil ich einfach mir jetzt. Okay, ich bin ja. Scharf, oder? Du, kann ich mein DVD wieder haben? In der Liberacea, Otopia, Buxtor, großartig. Hey.